Höhepunkt der Weltmeisterschaft. Jetzt geht es um den Titel, das Finale der Handball-Weltmeisterschaft in Schweden und in Polen. Und damit herzlich willkommen bei Sport Deutschland zum Finale. Titelverteidiger Dänemark gegen Rekordsieger Frankreich. Und ihr seht schon alle zu Hause, Weltpremiere bei Sport Deutschland. Zum ersten Mal wird ein WM-Finale mit zwei Experten und einem Kommentator begleitet. Wir haben Linksaußen auf Linksaußen Stefan Kretschmer. Unseren Rechtsaußen haben wir heute mal in die Mitte gesetzt, Timo Kastening. Ein wunderschön. Und ich bleibe hier draußen auf der Reservebank. Also, Frankreich gegen Dänemark. Kretsche, für dich verdientes Finale? Absolut. Weil? Ja, da gibt es ja mehrere Gründe, aber der wichtigste Grund ist, es sind die beiden besten Mannschaften. Fertig. Wir hoffen ja, Timo, in einem Jahr bei der Europameisterschaft, dass du nicht nur dabei bist, sondern dass wir dann auch als Gastgeber diese beiden Mannschaften schlagen. Worauf freust du dich sportlich am meisten? Ja, ich glaube, wie Kretsche schon gesagt hat, das sind die beiden besten Mannschaften im Turnier. Ich glaube, Frankreich hat gezeigt, dass sie mit ihrer Abwehr und ihren individuellen Qualitäten wirklich zur absoluten Weltspitze gehören. Dänemark so oder so, ich glaube, das sind wirklich die beiden besten Mannschaften, die sind, die heute auch sich gegenüberstehen, und deswegen wird es, glaube ich, einfach ein richtig geiles Endspiel. So, lasst uns gemeinsam dieses WM-Finale gucken und begleiten. Der Chat war während der gesamten Weltmeisterschaft eine Wonne für uns. Auch das ist neu. Das ist das einzige Format, wo ihr euch beteiligen könnt. Stellt eure Fragen an unsere Experten. Bringt euch ein, eure Meinung. Was sagt ihr zum Finale? Was sagt ihr zum deutschen fünften Platz? Wer soll MVP werden? Was tippt ihr? Entweder Frankreich oder aber Dänemark. Macht mit, wir gucken rein, wir nehmen euch mit rein und lasst uns diskutieren. Wir beginnen natürlich mit der deutschen Brille. Kretsche, heute Abend oder heute Mittag war es ja. Ist ja Quatsch, jetzt sind wir am Abend. Platz 5 am Ende für die Deutschen. Was war es jetzt? Ein gutes Turnier, ein emotionales Turnier, ein sehr gutes Turnier, oder wir sagen, okay? Na, im Hinblick auf die letzten Turniere und dass man alles realistisch mal einordnet, muss man mit 7 Siegen und 2 Niederlagen, glaube ich, auch zufrieden sein. Natürlich war eine Niederlage im Viertelfinale gegen eine übermächtige französische Mannschaft, die man trotzdem 40 Minuten nicht im Griff gehabt hat, aber zumindest auf Augenhöhe war. Und das ist, glaube ich, ein positives Signal. Wir haben immer wieder Phasen in unseren Spielen, die uns wehgetan haben, die uns auch teilweise dann das Genick gebrochen haben. Aber das ist natürlich auch der Jugend geschuldet, nicht der Jugend im Gesamtalter der Mannschaft, aber auf den entscheidenden Positionen. Knorr, Köster und auch Goller, das sind noch sehr junge Spieler, was auf der einen Seite natürlich positiv ist und uns optimistisch in die Zukunft blicken lässt. Auf der anderen Seite aber dann natürlich auch fehleranfällige Positionen sind. Trotzdem, also ich glaube, dass man ein positives Fazit ziehen kann, und mit dem fünften Platz, das haben ja auch viele dann nicht mehr für möglich gehalten, nach dem Viertelfinalausscheiden nochmal ein Statement gesetzt haben, die beiden Mannschaften Ägypten und Norwegen zu schlagen, damit auch dann nochmal einen Großen zu schlagen. Ja, also ich finde, es ist eine Top-Leistung, hinter den 4 besten Nationen Fünfter zu sein. Das ist auch, glaube ich, eine realistische Einschätzung unserer derzeitigen Mannschaftsstärke. Vielleicht sogar ein bisschen drüber, muss man ehrlich sagen. Was sagst du, Timo, sind wir dran an der Weltspitze oder nur mittendrin sogar schon? Ich glaube, so wie Kretsche das eingeordnet hat, würde ich zustimmen. Ich glaube, dass die 4 Mannschaften, die jetzt im Halbfinale waren, schon ein Stück weit von allen Mannschaften entfernt sind. Und ich glaube, dass wir dorthin kommen können. Allerdings ist das nicht in einem Turnier oder passiert, sondern das ist, glaube ich, ein Entwicklungsprozess über mehrere Jahre. Und ich glaube, auch so wie Kretsche das schon angesprochen hat, haben wir endlich Spieler, die in ihren Vereinen alle die tragenden Rollen haben. Und ich glaube, dass wir uns, wenn wir uns in den nächsten Jahren das auch angucken, daraus hingehend für die Nationalmannschaft so weit entwickeln können, dass wir vielleicht auch in den Crunch-Time-Momenten gegen solche Nationen wie eben zum Beispiel Frankreich, wo es jetzt noch so ein bisschen an der Konstanz über 60 Minuten gefehlt hat, daran arbeiten, die dann vielleicht auch mal in einem K.O.-Spiel an die Seite zu packen. Tja, und dann gucken wir natürlich auch immer auf Leute, die Draufsicht haben auf den Handball. Und deshalb freue ich mich heute Abend zum Finale ganz besonders, dass wir mal einen Fußballer in der Runde haben. Wir sagen schönen guten Abend zu Steffen Baumgart, Trainer vom 1. FC Köln. Der war doch gerade schon da. Weg ist er? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Doch, ich habe ihn da an der Seite schon mal. Ich schreibe ihn nochmal an, dass er noch einmal draufdrücken soll. Ich habe ihn schon mal gesehen. Da war er doch schon, ihr habt ihn da schon gesehen mit seiner roten Kappe. Timo, da haben wir ihn doch schon. Jetzt perfekt. Ja. Baume, kannst du uns gut hören?
Ich kann euch gut hören. Sehr schön, sehr schön. Heute Baumann 0-0 auf Schalke. Sowas kann uns im Handball nicht passieren. Also wir sind nicht so langweilig. Was war los mit der Tormaschinerie? Jetzt wird gleich wieder langweilig werden, ne? Wieso sind wir immer gleich langweilig 0-0? Auch 0-0 im Fußball kann interessant sein. Hey, 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 die Erwartungshaltung in Köln ist auch aber eine ganz andere, dass ihr immer nur rockt und wahnsinnig begeistert. Haben wir. Nur eben mit 0-0. Na, alles gut. Also ich finde, das Spiel war okay. Die Jungs haben alles rausgehauen gegen guten Gegner, das muss man auch mal sagen. Und ja, wir sollten, wie gesagt, du sagst es ja richtig, hier in Köln sind die, hängen die Trauben relativ schnell auch wieder hoch und deswegen ist ganz gut, dass wir uns gleich wieder erden. Aber wir können zufrieden sein. Na, da kriegst du ja morgen Applaus richtig in der Stadt, wenn du da schon wieder erdest. Sag mal, du guckst immer regelmäßig Handball. Wir merken es ja, wenn du uns immer schreibst, Kretsch und mir, wenn wir kommentieren. Was gefällt denn dir am Handball? Was mir am Handball gefällt? Vieles. Ja. Also ich sag mal, ob es jetzt das Mannschaftliche ist, ob es die Intensität ist und viel wichtiger für mich, und das finde ich immer gut, das ist immer schön zu sehen, dass man bei aller Aggressivität und Mentalität und wo es auch wirklich um ja, Mann gegen Mann geht, aus meiner Sicht immer sehr fair, dass man sehr fair miteinander umgeht und sehr klar miteinander umgeht. Und muss ich sagen, das gefällt mir schon sehr. Natürlich auch die Spielzüge, die du einbauen kannst, obwohl es vielleicht mit der Hand etwas einfacher ist als vielleicht mit dem Fuß. Und ja, es ist schon vieles, was mir bei dieser Sportart gefällt. Kretsche, es ist mit der Hand einfacher als mit dem Fuß? Was ist das denn schon wieder für eine Aussage, Baumi? Also ganz ehrlich, das ist schon wieder despektierlich unserem Sport gegenüber. Och, bitte doch mal, wie kommst du denn darauf? Hast du denn schon mal eine Handballvergangenheit hinter dir? Also ich glaube, dass der, anders ausgedrückt, den Ball laufen zu lassen zwischen den Reihen, weil, ich sag mal, du denn da wirklich eher von Kreis zu Kreis spielst, ist vielleicht nicht einfacher. Einfach ist das falsche Wort, aber ist klarer und strukturierter. Das hast du beim Fußball natürlich ein bisschen anders. Aber jetzt nicht einfacher das oder einfacher das. Ich glaube, wir sollten beide Sportarten nicht miteinander vergleichen. Was hast du bei dem Turnier von Deutschland mitbekommen? Dass sie aus meiner Sicht eine gute WM gespielt haben, eine sehr gute WM sogar. Ich sag mal, bis Frankreich, bis zum 40. waren wir mitten dabei, da muss man sagen. Und das ist ja auch bei uns im heutigen Spiel gewesen. Über eine sehr gute französische Torwartleistung. Dann einfach in der einen oder anderen Situation ist nicht gut genug getroffen. Sonst hätte es länger klarer werden können und wie gesagt, wird ja dann gesagt, wir sind zusammengebrochen, das fand ich nicht. Also ich finde, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Ich hatte kein schlechtes Spiel gesehen, auch die beiden, die wir verloren haben, fand ich aus meiner Sicht okay. Das erste Spiel gegen Norwegen und das zweite Spiel gegen Frankreich fand ich in Ordnung und ich glaube, wir haben es ja richtig erkannt. Uns fehlt ein bisschen die Breite, aber was schön zu sehen ist, dass die jungen Leute nachkommen und die werden weiter wachsen. Kurze private Frage, Baumi. Aus meiner Zeit in Gummersbach weiß ich, oder kann ich mich erinnern, dass wir während der Karnevalszeit weggeschlossen wurden von Heiner Brand damals. Jetzt bist du ja mitten im Epizentrum des Karnevals, zum ersten Mal in deinem Leben. Wie regelst du das denn mit deiner Mannschaft zurzeit? Nee, brauche ich nicht. Also die Jungs wissen, was sie sollen und was sie nicht sollen und das ist schon alles okay und ja, ich glaube, bei uns früher, Kretsche, bei dir und mir, wenn wir in der Situation gewesen wären, wäre es vielleicht schwieriger gewesen. Die Jungs heute musst du alle nicht mehr wegsperren. Also ich glaube, bei uns hättest du wegsperren müssen. Heute ist nicht mehr notwendig. Aha. Und ein Höhepunkt, Baume, bei dieser WM war eine Auszeit vom Bundestrainer Alfred Gislason, der zu seiner Mannschaft gesagt hat, spielt doch, was ihr wollt. Das ist doch mal jetzt mal auch so eine Sache für dich, oder? Kannst du auch mal machen. Gut, also wer die Kölner Doku gesehen hat und öfter sieht, der kriegt ja auch den ein oder anderen Spruch um die Ohren. Nein, also nochmal, ich finde, wir sollten ein paar Sachen unter uns lassen und ich finde den Spruch gar nicht so schlecht, weil gewisse Lockerheit und trotzdem wissen die Jungs ja, was sie machen sollen und die waren ja komplett fokussiert und dass du nicht in der einen oder anderen Situation als Trainer auch mal hinstellst und sagst, also wenn ihr nicht hört, macht doch, was ihr wollt. Ich glaube, das gehört dazu. Das sieht man aber auch, dass alle zu 100% dabei sind. Jetzt gibt es immer bei jedem Großereignis die medialen Diskussionen. Was kann der Handball vom Fußball lernen, der Fußball vom Handball? Wie siehst du denn das? Also ich finde, wir können voneinander viel lernen, aber wir sollten es nicht vergleichen, weil ich glaube, es sind unterschiedliche Sportarten. Es wird auch mit einem unterschiedlichen Tempo gespielt. Also es gibt da aus mannschaftlicher Sicht, wie du ein Kollektiv führst, wie du als Mannschaft auftreten musst, um Erfolg zu sein, gibt es, glaube ich, Parallelen. Aber grundsätzlich finde ich es so immer schwierig. Es wird ja oft dann, wenn die Handballer gut sind, dann heißt es immer so nach dem Motto, alles Heroes und toll und die Fußballer nicht. Und jetzt haben die da mal eine schlechte WM, ja, dann waren sie dann wieder nicht gut. Ich finde, wir sollten sich vergleichen. Wir sind in beiden Sportarten aus meiner Sicht gut.
wir machen uns manchmal schlechter, als wir wirklich sind. Und viel wichtiger finde ich, und das ist, glaube ich, gerade im Handball wichtig, dass wir wieder den Anschluss zur Weltspitze langsam finden und das auch über eine Kontinuität. Und das werden wir im Fußball aus meiner Sicht auch wieder. Im Handball ist die Entwicklung in den letzten Jahren unfassbar in Richtung Geschwindigkeit gegangen. Siehst du da Parallelen zum Fußball? Weil wir haben ja hier eine in der Mitte, also unser Rechtsaußen, das sind ja Leichtathleten, also die sprinten ja in unfassbaren Zeiten, nicht ganz so schnell wie du früher, aber immer noch anständig. Ja, aber genau darum geht's ja. Also ich glaube, dass alle Sportarten immer athletischer werden und schneller werden. Also dass du weniger mit dem Ball am Mann bist, sondern einfach schneller den Ball laufen lassen musst. Das ist bei uns genauso wie beim Handball. Und man sieht auch, dass überall so ein bisschen die Wissenschaft kommt, dass alles immer mehr auseinandergenommen wird. Und aus meiner Sicht auch gut, weil du immer mehr dann auch ins Detail gehen kannst und das macht schon Spaß. Und ich glaube gerade auch die Geschwindigkeit, die Wucht, die dann dahinter steckt, das macht es schon attraktiv. Siehst du das denn mit Wohlwollen, so eine Entwicklung? Also ich meine, wir sind ja auch Verantwortungsträger in den Vereinen, in denen wir arbeiten, und ich merke auch, dass es, wir nennen es, immer professioneller wird, der Leistungssport. Also die Jungs Ernährungskonzepte haben, und ihren Körper pflegen, also viel, viel mehr, als es noch vor 15, 20 Jahren war. Das wird bei dir im Fußball extremer, glaube ich, noch sein. Siehst du das mit Wohlwollen, Baumi, oder ist das auch eine Gefahr? Nee, ich sehe das mit Wohlwollen, dass wir darauf achten. Wo ich die Gefahr drin sehe, ist an den Spielplänen. Das ist immer mehr, also nochmal, bei beiden Sachen geht es natürlich immer um Geld, da kommen wir auch nicht drum rum. Aber ich finde, wir sollten schon gucken, dass es am Ende Menschen und Sportler sind. Und ich habe das Gefühl, dass wir, wenn wir nicht aufpassen, alles überfrachten. Ich weiß gar nicht, wie viele Spiele Magdeburg als Meister in der regulären Saison spielt und wie viele Spiele dazwischen sind, wo es dann Champions League ist, wo es das wieder ist oder das ist. Dann kommen die Nationalmannschaften dazu. Ich finde, wir sollten da drauf achten, dass wir da dem Körper die Ruhe geben. Ich glaube, dass wir immer professioneller werden. Das liegt auch daran, dass insgesamt alles schneller wird, dass wir mehr Wissen haben. Aber das, was mich überhaupt im Sport allgemein stört, dass der Terminkalender mittlerweile so eng gelegt wird, dass du eigentlich kaum noch die Möglichkeit hast, dich wirklich, also den Körper runterzufahren, dich zu erholen, vielleicht auch mal zu gesunden, weil es geht immer von einer Richtung in die andere und da treiben wir schon ganz schön, wie soll ich sagen, sind wir schon ganz schön schluderig dann und verkennen, dass es dann wirklich auch Menschen und Personen sind, weil es dann halt um die Show geht. Ja, da bin ich bei dir, was den Terminkalender angeht. Das Problem haben wir im Handball natürlich auch und treiben da auch Raubbau sicherlich am Körper unserer Spieler. Aber was ich eigentlich will, ist, wenn es mal nicht läuft. Das sieht man ja auch in der Nationalmannschaft. Da habt ihr ja noch wesentlich mehr Experten als wir im Handball. Dann kommt immer die Typendiskussion auch irgendwo auf. Das nehme ich aber euch auch immer wahr. Stört dich das? Ach, ich finde, also das ist immer so, wir suchen immer nach dem, was woanders besser läuft und andere können es wieder besser. Wir gucken zu wenig auf das, was wir haben. Also egal, welches Handballspiel ich sehe, also wenn ich da keine Typen auf dem Platz habe, also dann höre ich auf. Ja, dass wir im Fußball den einen oder anderen suchen, ja, das ist so, aber da gibt es auch genug Typen. Wir müssen sie aber Typen, ich sag mal, sein lassen und nicht immer, ja, wenn du einen Typen willst, der eine Meinung sagt, ich kratze und du gehörtest auch dazu, ja, dann müssen die Leute auch damit leben, dass nicht jedem deine Meinung gefällt. Und trotzdem ist es wichtig, dass man eine Meinung hat und so ist es im Fußball auch. Nur bei uns wird eigentlich auf alles medial raufgehauen, was geht, wenn es irgendeinem die Meinung nicht passt. Und ich glaube, damit sollten wir aufhören. Deswegen nennt sich das ja, wie soll ich sagen, nennt sich vielleicht auch ein bisschen Demokratie, dass es unterschiedliche Meinungen geben darf und die sollte es auch geben, weil sonst gibt es auch aus meiner Sicht, entwickelt sich keiner. Wenn wir alle im Gleichschritt marschieren und du kennst das, ich kenne das, kommst du auf Dauer nicht weiter und es ist ganz gut, wenn du dich auseinandersetzt mit gewissen Sachen. Aber wir haben in allen Sportarten aus meiner Sicht genug Typen. Bauma, hat Spaß gemacht, deine Draufsicht da mal zu sehen. Wunderbar. Guten Weg nach Hause heute. Schöne Grüße zu Hause. Ich glaube, Katja wartet. Katja wartet und ich gebe Gas. Also bis dann. Tschüss. Alles klar. Danke, Bauma. Vielen Dank. Lasst euch gut gehen. Ciao. Ciao, ciao. Tja, Jungs, lasst uns mal ein bisschen über das Finale reden. Ne? Frankreich gegen Dänemark. Die Franzosen. Timo, wenn wir die beobachten, stellen wir immer fest, Einstellung wahnsinnig in den letzten beiden Spielen. Titelhunger unglaublich. Ist das die letzte verbliebene Mannschaft, die dazu noch neben Tempo auch die Komponente Kraft hat?
Absolut, gehe ich mit. Ich glaube auch, dass die Spielzeiten im Verlauf des Turniers, wenn man sich alleine die Linkshänder-Situation anguckt, ist immer das einfachste Beispiel. Sie können die Last auf viele Schultern verteilen, haben trotzdem, egal wie sie wechseln, pure Weltklasse in der Abwehr wie im Angriff. Es ist wirklich ja von der Kaderbreite her, und du hattest ja auch mal aufgezählt, wie viele Spieler da eigentlich noch fehlen. Das ist ja gefühlt auch noch eine erste Sieben, die da fehlt. Ist schon wirklich imposant. Und dann Kretsche, wir haben über Dänemark immer gesprochen, die können Geschichte heute Abend schreiben. Die können zum dritten Mal in Folge als erste Nation Weltmeister werden. Ist das jetzt eine Generation, die gerade da wächst? Ist das eine Tendenz? Ist das, wie bewertest du das? Weil ich meine, früher waren die Russen oder die Sowjetunion unfassbar. Dann waren es zeitweise die Kroaten, die Franzosen dann schon mal mit 15, 17, wo sie das dritte Mal nicht geschafft haben. Die Schweden dann auch noch ganz früher? Ja, ganz früher, in den 90ern, ja. Jo. Die Wieslander Generation, also es war jetzt nicht ganz früher. Ja, also hier, du sitzt hier nicht mit einem Grandfather des German Handball. Ich bin ja hier der Sturmälteste. ja, was, wenn du sagst Generation, dann ist das ja jetzt schon wieder die nächste Generation, die wir sehen. Weil ich glaube, zwischen Mikkel Hansen und Gitzel und Pütlik liegen auch schon wieder 10 Jahre. Also da kommt ja schon wieder was nach, diese Dichte des Nachwuchses, diese gute Ausbildung des Nachwuchses, die ist in beiden Nationen natürlich brutal. Sowohl in Frankreich als auch in Dänemark. Und das werden auch die Nationen sein, die es in den nächsten 10 Jahren zu schlagen gilt. Und die sich einen ganz schönen Vorsprung mittlerweile erarbeitet haben. Das muss man ganz klar so sagen. Roggisch schreibt bei uns im Chat. Ich weiß jetzt nicht, ob das tatsächlich ist, der Olli, aber ich denke, der hat heute Abend andere Probleme. Karabatic, seine letzte Weltmeisterschaft. Er wird Frankreich zum Titel treiben. Kann ein Faktor sein. Also ich sag dir mal eins. Also das will ich jetzt mal grundsätzlich hier loswerden. Und ich weiß, der Chat wird gleich wieder explodieren. Wer in den nächsten 15 Jahren die GOAT-Diskussion, the greatest of all time, nur einmal an Nikola Karabatic nochmal vorbeiführt, mit dem rede ich sowieso kein Wort mehr. Und den kann ich auch nicht mehr ernst nehmen. Also man gucke sich nur mal die Grafik an. Ich glaube, Handball World hat sie veröffentlicht, was er in den letzten 15 Jahren alles gewonnen, erreicht, dabei gewesen und so weiter, war, ist und auch sein wird. Der Typ ist the GOAT, fertig, aus, und da gibt es keine Diskussion. Ich habe deine Frage vergessen, aber das muss ich jetzt nochmal kurz anbringen. Ob er Frankreich zum Titel treiben wird bei seiner letzten WM, aber ich denke, Timo, mental, ja. Wenn du gegen den spielst, weißt du aber auch, was du kriegst. Und zwar zu Beginn erstmal auf die Kappe. Ja, er hat sein Spiel, finde ich, schon in den letzten Jahren auch ein bisschen umgestellt. Ich glaube, vor 10 Jahren war er noch körperlicher, eine 1-gegen-1-Maschine des Wahnsinns. Er spielt jetzt mehr Handball, das fällt einem schon auf. Viel mehr Kooperation auch mit Kreisläufer. Auf jeden Fall bin ich gespannt, wie viel Spielzeit er heute bekommt. Ich glaube, wir haben im letzten Spiel da ja gar nicht gespielt. Würde mich aber nicht wundern, wenn er heute mit Karabatic anfängt. Jetzt sind die Dänen 27 Spiele in Folge ungeschlagen. Sie wurden einmal an ihre Grenzen geführt in diesem Turnier, das war gegen Kroatien. Die haben mit Härte begonnen. Kann das ein Ansatz sein? Ja, hundertprozentig. Dann viel Spaß an deinen Gitzel heute. Hä? Also alle, die Spieler hier heute in dem Finale haben, alle Bundesligisten werden natürlich die Daumen drücken und gucken, dass die Jungs unverletzt aus diesem Finale rauskommen. Aber das wird ein hartes Spiel. Die Franzosen werden sowohl Pütlik als auch Gitzel heute ein paar ordentliche mitgeben, da bin ich mir sicher. So, wir haben im Hintergrund Stockholm schon ein bisschen. Die ersten Bilder aus dieser Arena. Die Schweden am Ende nur Vierter, Kretsche. Und deine Spanier wieder eine Medaille. Ja, Alter, ich habe so gekotzt auch wieder, ehrlich. Nochmal, man muss es ja am Ende respektieren. Da sind wir auch alle Sportler und lange genug dabei und wissen auch, was es braucht, um da hinzukommen. Und auch so, um so erfolgreich zu sein wie die Spanier. Wir haben es in einem der letzten Talks auch mal diskutiert, dass das natürlich ein Ergebnissport ist, in dem wir uns bewegen. Und die Spanier liefern immer wieder. Keiner weiß warum, selbst die besten Experten wissen nicht warum. Das jedes Mal wieder aufs Neue funktioniert. Abläufe, Mentalität spielt dort eine ganz große Rolle. Glückwunsch an die Spanier, aber es regt mich einfach nur noch auf. Guck mal, Smash kurz hat ein Wortspiel. Ihr steht ja momentan noch bei der WM auf Karagotic. Mhm. Nicht schlecht, oder? Ja, ist nicht gut genug. Es reicht für uns nicht für ein Hashtag. Also für ein Hashtag reicht es nicht. So, na dann, lasst uns noch mal reingehen in die Arena Stockholm. 20.000 da. Ein
umgebautes Fußballstadion. Klar, so ein bisschen die Luft beim Gastgeber ist raus, aber die Franzosen wieder mit dabei. Und wenn wir jetzt mal weiterspinnen, die haben ja schon zweimal das Triple geschafft. Weltmeister, Europameister, Olympische Spiele. Wenn sie heute damit anfangen, gut, wir hoffen es jetzt nicht, weil wir natürlich da auch denken, in einem Jahr, Timo, Europameisterschaft, dass wir da vielleicht sogar um Titel mitspielen können. Und dann sind die Olympischen Spiele zu Hause in Frankreich. Ist da noch so viel Qualität drin oder bei sagen wir, bei den Franzosen ist da noch irgendwann mal so wie bei den Spaniern die Luft raus? Nee, sehe ich nicht kommen. Einfach auch aufgrund der Kaderstruktur, wenn man sieht, die Kamem, Fabregas und Kohl kommen ja gefühlt alle noch ins beste Handballalter, obwohl sie schon so performen, als wären sie 10 Jahre dabei. Deswegen werden die Franzosen, wie Kretscher auch schon gesagt hat, auch in den nächsten 10 Jahren, da ist ja kein Problem, was den Nachwuchs angeht. Und deswegen werden sie auch bei der EM und bei Olympia ganz heiße Anwärter auf die Medaillen sein. Also alleine, du hast vorhin die genannt, die nicht dabei waren. Alleine auf Rückraum Mitte fehlen mit Aymeric Min und Kilian Wilmenau zwei Spieler, die sind wahnsinnig jung und die werden in der Zukunft diese Position genauso dominieren für Frankreich. Die sind gar nicht dabei. Also da kommt schon noch ein bisschen was nach. Timo hat die halbrechte Position angesprochen, die Linkshänder. Da fällt jemand wie Valentin Porte, der wahrscheinlich bei uns erster oder zweiter Mann wäre, einfach hinten runter. Also da ist dort eine unheimliche Qualität. Auf halb links hat sich beim Turnier Thibaut Brier die Hand gebrochen. Auch das ist einer, der in Zukunft kommen wird. Also unerschöpflich ist dieser Nachwuchs, den Frankreich immer wieder hervorbringt. 9 Spieler sind bei Frankreich noch mit dabei, die Weltmeister waren 2017. Mhm. Ist da nicht irgendwann mal so ein Abkippen nach oben? Aber das machen die halt punktuell. Also da spricht nie einer von Umbruch, weder bei den Spaniern noch bei den Franzosen. Egal welche Nation du nimmst, die spielen, solange die können. Also da sagt auch keiner, mir reicht jetzt, ich höre auf. Auch ein Viran Moros hätte heute für Spanien noch gespielt, wenn er eingeladen worden wäre. Also das ist dann so, es ist normal, solange mich der Bundestrainer oder der jeweilige Nationaltrainer einlädt, spiele ich. Und wenn ich dann nicht mehr gut genug bin und ein Jüngerer besser ist, dann kommt der halt eben nach. Aber nicht, weil jemand zurücktritt, sondern weil dann ein Besserer kommt. Tja, und dann Timo, die Dänen. 7 Spieler und der Trainer können also die Geschichte schreiben. Zum 3. Mal Weltmeister in Folge. Wenn du die erlebst, was ist ein dänischer Handball? Ja, ich glaube, unglaublich viel Dynamik, ein Tempospiel finde ich noch mal schneller als die Schweden spielen, auch in so Passqualität. Ich habe immer so das Gefühl, wie viele einfache Chancen sie sich erspielen, einfach weil sie eine gute Übersicht und eine gute Passqualität in ihrem Spiel haben, ist unglaublich. Und dazu haben sie jetzt mit Pütlik und Gitzel, ich glaube, zwei Spieler, die den Welthandball auch in den nächsten Jahren prägen werden, wenn man sich alleine die Statistiken von Gitzel anschaut, der wirft keine 7 Meter und wird wahrscheinlich Torschützenkönig. Das ist schon wirklich beeindruckend. Wir haben ihn gerade gesehen, Vincent Gérard, Kretsche. Eine These. Frankreich hat eine Chance, wenn sie eine Torhüterleistung haben wie in den letzten beiden Partien, ansonsten nein. Ja, wobei ja, also prinzipiell ja, Ausrufezeichen, deine Aussage ist richtig. Das haben wir ja auch am Spiel der Deutschen gesehen, wie wichtig die Torhüterleistung ist. Andreas Wolf heute wieder überragend. Ich glaube, ohne einen so überragenden Andreas Wolf hätten wir natürlich meiner Meinung nach, und das ist eine ganz einfache Analyse, nicht den 5. Platz geholt. Das gilt für andere Nationen genauso. Und Gérard hat ein erstaunlich gutes Turnier gespielt mit 32%. Das ist eine ordentliche Torhüterleistung. Desbonnet hat über 40, aber hat auch nicht so viel gespielt wie Gérard. Das ist für die Franzosen die klare Nummer 1. Und eins hat Gérard schon auch gezeigt, oft genug in dem Finale. Da kann er schon nochmal auftreten. Da kann er ein sicherer und guter Faktor werden. Abrufbare, verlässliche Crunch-Time-Qualität oder was ist das dann? Das ist einfach die Erfahrung der Franzosen. Das ist die Mentalität der Franzosen. Also alle, die wissen, wie Gewinnen geht. Deswegen ist es ja für alle anderen Nationen hinter den Top-Nationen immer schwer. Die Spanier, die Franzosen, die Dänen, die waren oft genug in solchen Situationen. Und das ist der Unterschied zwischen all denen, die dahin wollen. Wir müssen erst die Erfahrung sammeln. Wir haben diese Selbstsicherheit noch nicht. Guck dir doch die Franzosen im Halbfinale an, wie selbstsicher die rausgekommen sind gegen die Schweden. Das ist halt gewachsen über die letzten 10, 15 Jahre. Das bringt zum Beispiel auch Nikola Karabatic noch in diese Mannschaft mit rein. Timo, wenn du dir die anguckst, die sind alle selbstbewusst. Und dann ist manchmal im Leistungssport der Übergang von selbstbewusst zu arrogant
Ein fließender und ein schmaler Grat. Kann das eine Hürde sein bei den Franzosen oder ausgeschlossen? Halte ich für ausgeschlossen. Genauso wie du sagst, wenn du in den letzten Jahren auch so viele Finals spielst, bist du natürlich auch irgendwo arrogant, weil du das ja auf der Platte auch ausstrahlst. Und natürlich sieht es dann für manchen Zuschauer dann auch ein bisschen nervig aus. Aber das ist ja bei den erfolgreichsten Sportlern oder Mannschaften oder Nationen generell so, dass du dann auch ja, so eine gewisse Sicherheit oder so einen kleinen Schuss Arroganz auch mitbringst. Sondern die Dänen, wir haben gesagt, 7 Spieler können zum 3. Mal in Folge Weltmeister werden, 7 Spieler zum 2. Mal in Folge, die haben nur 5,8 Millionen Einwohner. Wenn die den Gärtner mitnehmen oder irgendeinen Hausmeister aus der Schulturnhalle, der hilft auch noch, oder? Naja, aber in Dänemark ist Handball Sportart Nummer 1. Also das ist, glaube ich, eines der wenigen Länder auf der Welt, wo der Handball populärer ist als der Fußball. Und jetzt haben sie natürlich auch Aushängeschilder über die Jahre hinweg ausgebildet. Jedes Kind möchte jetzt so sein wie Mikkel Hansen oder wie Matthias Gitzel. Das ist eine enorme Vorbildwirkung. Klar. Schiedsrichter kommen aus Nordmazedonien, Georgi Natschewski und Slave Nikolov. Na dann freuen wir uns auf die Hymnen. Frankreich und Dänemark. Was für eine Unruhe bei Nikola Karabatic. Der kann zum 5. Mal Weltmeister werden. Beste Nationalhymne. Die Marseillaise. Ja. So kann man aussehen zum Finale einer Weltmeisterschaft wie Niklas Landin und was für eine Kulisse. 20.000 in der Arena in Stockholm. Normalerweise zählen wir die Pokale und sagen, egal wen wir da rausnehmen, die haben alles schon mehrmals erlebt und zwar von oben bis unten und die Vitrine ist voll. Titelsatt? Geht irgendwie bei den beiden nicht oder bedenken die Herren? Ja, was sie natürlich auch machen, sie holen ja immer wieder welche nach, die auch neue Akzente setzen. So ein Simon Pütlik hat noch kein einziges Turnier, glaube ich, gespielt mit Dänemark. Das ist ein absoluter Newcomer. Der bringt neue Energie rein, der macht den vermeintlich Alten natürlich auch wieder Feuer unterm Hintern. Und genau dasselbe gilt für Frankreich auch. Wobei es immer ein Phänomen ist, Timo und ich haben neulich auch darüber gesprochen, Mannschaften, die viel gewonnen haben im Leben, auch Vereinsmannschaften, trotzdem der THW und so weiter, die SG Flensburg, sie sind immer wieder am Optimum und sie haben dieses Gen, das auch immer verteidigen zu wollen, also nicht zufrieden zu sein. Und das ist, glaube ich, auch das Geheimnis dieser beiden Nationalmannschaften.
Fakt ist, beide sind auch schon für die Olympischen Spiele 2024 qualifiziert. Frankreich als Gastgeber, der Weltmeister dann sowieso. Also da Frankreich schon durch ist, Dänemark hat auch da an diese Qualifikation schon mal einen Haken gemacht. Und da haben wir ihn, Nikola Karabatic, im Halbfinale nicht eingesetzt. Fußprellung. Und jetzt natürlich, was sagen wir jede Woche in der Bundesliga? Große Spiele. Ja, aber das sind ja nur große Spieler. Also sag mir mal einen, wo du sagst, das ist jetzt kein so ganz so großer Spieler auf der französischen oder dänischen Seite. Also das ist das Nonplusultra des Welthandballs, was da heute spielt. Und deswegen freuen wir uns ja auch so drauf. So, na dann. Der letzte Anwurf, 112. und letztes Spiel. Es geht um den Titel Dänemark in Rot. Mit Saugstrup am Kreis, mit Hansen in der Mitte, mit Gitzel, wie zu erwarten war, Rückraum rechts, ja. Pütlik halb links. Also gefühlt haben die das ganze Turnier so gespielt. Ja, und das ist natürlich schon eine berechtigte Frage. Also wie können die das über ein gesamtes Turnier ohne zu wechseln? Also Dänemark, wenn ich sie gesehen habe, war das immer die Aufstellung. Gitzel, Pütlik, Hansen. So, und da sitzen Holm, da sitzen Lauge, da sitzen Mensa auf der Bank, die spielen kaum. Klar würde dich das im Finale jetzt nicht interessieren. Da wirst du einfach jetzt 100% geben und nochmal alles raushauen. Aber die Abwehrspieler gegen beide Halbpositionen, Dylan Nahi und Dika Mem, das ist interessant. So, und Kürkelöke rechtsaußen, Timo. Ein Rückraumrechter spielt auf rechtsaußen im Finale und du als rechtsaußen sitzt dann auf der Bank. Da sagst du, Trainer, du bist im Übrigen mein neuer Freund. Ja, das tut richtig weh. Also muss ich auch sagen, und egal ob es Hansen oder Lindberg ist, ja, du kannst vielleicht verstehen, wenn du sagst, Gitzel muss sich in der Abwehr ein bisschen ausruhen, braucht ein paar Körner, gerade wenn du so wenig wechselst, wie es Jakobsen auch im Turnierverlauf gemacht hat. Aber das ist, glaube ich, für jeden Außen ja, fader Beigeschmack. Ja. So, wir haben zwei Linkshänder im Rückraum mit Mem und mit Remy Lee. Hat sich auch schon im gesamten Turnier so durchgesetzt. Normalerweise sagen wir, das ist was Besonderes, bei den Franzosen aber nicht. Nee. Gehe sogar noch weiter. Sollte Frankreich Weltmeister werden, glaube ich, dass Nedim Remeli gute Chancen hat, MVP zu werden. Spielt ein starkes, überragendes Turnier. Ui, aus! Das habe ich bei der Weltmeisterschaft oft gesehen, aber nie gepfiffen gesehen. Und Nordmazedonien setzen da neue Zeichen. Achtung, weder Ball noch Spieler dürfen im... Oh ja, das war ein halber Meter. Donnerwetter. Da setzen auch die Schiedsrichter gleich mal ein Zeichen. Wir können noch ein paar Tipps gebrauchen übrigens. Was sagt ihr? Mit wie viel Unterschied gewinnt wer? Und eure Meinung immer noch zum MVP? Wenn es Dänemark wird, Kretsche, schmeiße ich ja Gitzel mit deutlich ins Rennen, kann Torschützenkönig werden und MVP. Also jetzt ist er zumindest schon mal Torschützenkönig, richtig? So sieht's aus. Ein Tor. Feuchtmann war bisher auf Augenhöhe. Jetzt Gitzel Nummer 1. Hab neulich mit ihm geschrieben. Ich sage, sag mal, wie geht's dir denn? Du musst doch fix und fertig sein. Kurze Antwort, bin fit. Jo. Das war's. Kommunikation beendet. War's. Fokus aufs Finale, bin fit, reicht, danke. Gut, er hat natürlich auch jetzt eine Weile gefehlt durch seine Fingerverletzung. Also hat er jetzt eine mehrwöchige Reha hinter sich, Ende Dezember nochmal fit geworden. Dann auch in der Bundesliga noch 2-3 Spiele gemacht. So, also das ist auch einer, den kannst du nicht bremsen. Also der hat halt immer Bock, Handball zu spielen. Ja, der würde auch wahrscheinlich, wenn er kein Geld bekommt, Handball spielen. Ey, direkt. Ja, Junge, Junge. Niklas Landin. Die Weltmeisterschaft ist eröffnet. Und Fakt ist, bei beiden Mannschaften werden die Torhüter Thema gewesen sein. Das ist aber auch nicht schlecht, dass unser Kommentator im Finale die Weltmeisterschaft eröffnet. Das Finale. Ja. Jetzt geht's doch richtig los. Jetzt geht's um Titel. So. Ja, Gitzel oder Remy Lee. Ist so ein Panel im Chat. Oh, einfach. Ich würde mal sagen, 3-0 Dänemark. Oh, Schritte, wa? Na, wann pfeifen sie es?
Meistens pfeifen sie es, wenn es ein bisschen albern oder blöd aussieht. Dann werden Schritte gepfiffen. Bei ästhetischen Spielern, wo die Bewegung immer rund aussieht, sage ich immer, wird dann schon eher selten dann Schritte gepfiffen. Aber ich glaube, heute im Spielplatz 5 ist die Regel geändert worden. Ach so. Also ab jetzt darf man, glaube ich, 10 Schritte machen. Als Handballspieler Luca Witzke hat heute eine schöne Aktion gehabt. Remy Lee gegen Gitzel. Kaneas MVP ist aber mutig. So, nach knapp 5 Minuten erster Treffer für die Franzosen. Bei den letzten Turnieren war so eine Tendenz, dass die Franzosen dieses hohe Tempo nicht mitgehen können, aber... Bütlik hat auch Ambitionen auf den MVP übrigens. Das wäre kein schlechter Tipp. Und die Franzosen gehen das Tempo mit. Außenseiter-Tipp Bütlik. Nehmen wir mal. Super gespielt auf Saugstrup. Ja, und die Frage, die ja auch im Chat gestellt wird, zum Beispiel von Jens, warum spielt noch kein Franzose in Berlin? Können wir auf die Bundesliga ausweiten? Gerard kommt im Sommer, aber ansonsten, die haben keinen Bock auf Bundesliga. Ist so anstrengend. Ja, ich glaube einfach, dass die französische Liga sich in den letzten Jahren so gut entwickelt hat und dass es auch wirklich in der Breite einige Mannschaften gibt, dass es gar nicht notwendig ist. Ich meine, in Deutschland sieht man das ja auch, recht wenig deutsche Spieler gehen ins Ausland, wenn du eine starke heimische Liga hast. Und ich glaube, deswegen sehen wir auch wenig Franzosen in der deutschen Liga. Und ich sag mal, für die Topspieler sind wir nicht in der Lage, die Gehälter zu bezahlen. Das können andere Vereine dann schon eher. Boah, schön in der Abwehr, 3-1. Wahnsinns Startphase von Dänemark. 2-6. Ja, perfekter Start der Dänen. Ich glaube, egal ob es jetzt das 6-6 ist im Angriff, wo sie isolieren und angreifen, das läuft, das Tempospiel läuft. Du hast Landin direkt ins Spiel geholt. Puh, also läuft. So, Auszeit Frankreich und wir waren gerade dabei, als Rasmus Lauge sein erstes Turniertor erzielt hat. Aber auch verletzt, ne? War verletzt, genau. Hatte Außenmeniskusprobleme und war dann raus, aber jetzt zum Finale wieder da. Frag mich jetzt nicht, was die da besprochen haben, ob ich irgendwas verstanden habe. Also von den Kombinationen sowieso nicht, aber lass uns mal über Guillaume Gilles noch mal kurz reden. Das ist der Trainer von Frankreich, der kann der dritte Handballer werden, der gleichzeitig Weltmeister als Trainer und als Spieler war. Heiner Brandt, Didier Dinard und jetzt er, der meiner Meinung nach ja immer so ein bisschen unterm Radar läuft. Mhm. Gibt es so eine Farbe eigentlich, die er seinem Team nach dem Rücktritt von Dinard aufgedrückt hat? Mir wird das, und da will ich jetzt keinem Trainer zu nahe treten, vielleicht mit Abstrichen ist der spanische Trainer etwas anders, aber du musst als Trainer heutzutage ein guter Teammanager sein. Du musst ja jetzt keine, das musst ja den Handball nicht neu erfinden. Du hast die besten Spieler deiner Nation. Für Frankreich spielen nur Weltstars. Die musst du bei Laune halten, die musst du managen. Du musst die Charaktere, die Eitelkeiten im Griff haben. Und das war's. Also ein paar Kombinationen gibst du sie an die Hand und hältst die Stimmung gut. Also das ist jetzt, Entschuldigung, ich will auch Alfred nicht zu nahe treten, aber es ist kein Hexenwerk, Bundestrainer zu sein. Und Remy Lee, der nicht nur auf dem Feld eine große Rolle spielt, sondern wie wir auch gesehen haben bei der Auszeit. Was für ein Weg. Rasmus Lauge, zweites Tor in dem Turnier.
Meter. 3-7. Okay. Landin bietet ihm noch kurz an, zieht trotzdem lang. Ich habe auch gedacht, der verwirft. Das ist auch ein sehr guter Rechtsaußen, Janis Lehm. Bei Montpellier wirklich jemand, der dort auch in der Euroleague, glaube ich, spielt Montpellier, gute Leistung bringt. Karabatic und Fabregas im Mittelblock. Oder spielt Montpellier Champions League. Euroleague. Unfassbare. Boah, das geht aber hoch und runter. Der klassische Dylan Nahi. Wo es Kontakt gibt, unbedingt suchen, um was zu schinden. Ja, auch wo es keinen Kontakt gibt, gucke ich erstmal, kann ich da noch was machen. Wobei, das war jetzt eigentlich nicht Dylan Nahi sein. Ne? Ja, das stimmt. Normalerweise geht er da und fädelt in Saugstrup ein. So, und dann kommt, wie so häufig bei dem Turnier, in der ersten Hälfte Quentin Mahé von der Bank zum 7 Meter. Erster 7 Meter Gegendreher. Ja, hat der Norweger heute auch probiert gegen Andy Wolf. Barthold. Ist nicht so gut gelaufen. Gut, die ersten drei waren aus Andy Wolfs Sicht überragend. Im Chat wird gefragt, für wen wir sind. Das wird nicht beantwortet. Aber ich sag mal so, kein Spieler aus Frankreich spielt in einem befreundeten Verein. Da kriegt er eine verbraten. Gitzel zuckt noch nicht mal. Unfassbares Tempo in den ersten 10 Minuten mal, beider Mannschaften. Mein Gefühl, wir haben ja die Franzosen jetzt auch schon häufiger gesehen. Ne? Also dass die im Tempo zugelegt haben im Turnier. So erstmal macht ihr erstmal, zeigt mal, was ihr könnt und dann. Also sie spielen es ja nicht konstant das ganze Turnier, aber im heutigen Spiel haben sie sich das vorgenommen. Also auch im Halbfinale und im Viertelfinale fand ich schon, dass sie da deutlich mehr schnelle Mitte und Vollgas nach vorne als zu Beginn. Ne? Nochmal, ich habe es nicht in allen Spielen gesehen, auch zum Beispiel im Viertelfinale gegen uns fand ich das nicht so extrem. Aber offensichtlich ist das das taktische Mittel gegen Dänemark, weil die natürlich auch einen Angriff-Abwehr-Wechsel machen. Also sie müssen ja Mølgaard immer versuchen reinzukriegen. So, da haben wir Saugstrup in der Mitte. Stützt den Oberkörper schon ein bisschen. Ein Schritt, Pass in die Gasse und dann ist Girard da. Ich glaube, die erste Parade von Girard, jetzt nach 11 Minuten. Aber Frankreich tut sich wirklich schwer gerade über, sie spielen das immer sehr gerne, dass der Kreisläufer dann wegzieht, damit Gitzel über die Mitte das 1 gegen 1 suchen kann. Wenn du hinten bleibst, schießt er das Ding um die Ohren. Wenn du rausgehst, kann er mit dem Kreis spielen. Findet Frankreich jetzt gerade auch nach 12 Minuten, finde ich, gar kein Mittel, um die Dänen irgendwo zu stoppen. Und das muss Frankreich auf jeden Fall in den Griff bekommen. Ja, der eine oder andere, aber Kretscher hatte hier auch im Chat durchschaut, du bist für Spanien. Richtig. Wäre schön. Oh, Girard ist dran. Ball trotzdem im Tor. Püttlik schon dreifacher Torschütze, glaube ich. 4 von 4. 4 von 4 sogar. Ich glaube, war erst der vierte Wurf im gesamten Turnier, den Saugstrup verworfen hat. Er hat eine Quote von 88%. Das ist natürlich schon Weltklasse. Ich habe 22 von 25. Kannst du mal anbieten. Das ist echt nicht schlecht. Und Comeback auch in diesem Turnier von Mølgaard im Mittelblock. Das sagt auch Niklas Landin davor, dass das ihm am besten gefallen hat in den letzten, in den K.O.-Spielen. Saugstrup zusammen mit Mølgaard, sagt er. Das macht jeden Torwart glücklich. War aber auch nah am Stürmerfoul, oder? Da würde ich aber gerne noch mal die Zeitlupe sehen. So, kriegst du. Wo? Wo will er hin? Und dann machen sie aber sowas von schön Freiburg zu. Freiburg ist schon okay.
Da war kurz vorher noch eine kleine Lücke. Ja, aber die reichte nicht. Aber da gehst du doch als normaler Handballer nicht rein. So sieht's aus. Da steht Luka Karabatic mit der Schulter. Gut, obenrum war spät zu sehen für Girard, aber steht exzellent. Mem, oh, so punktgenau. Und dann 7 Meter und die erste 2-Minuten-Strafe. Ja, absolut korrekt. Frankreich macht Tempo. Finde ich sehr beachtlich. Du siehst, da ist der Angriff-Abwehrwechsel. Möger kommt von der Bank. Mikkel Hansen ist noch nicht draußen. Er hat den Wechsel da noch nicht geschafft. Und das ist natürlich Irritation. Das nutzt Frankreich. Und wieder Kentang Mahé. Ei! Den hat er gerochen. Könnte mir einer mal aus dem Chat vielleicht erklären, wo Niklas Landin dieses blaue Auge her hat? Gab es da eine Schlägerei? Sowas kriegt man doch nicht von einem Kopftreffer, oder? Vor allem hat er doch im letzten Spiel nur den Ball. War das, hat er den nicht auf die Brust bekommen? Ja, fand ich auch. Aber er hat ja ein riesen blaues Auge da. Du meinst, sie haben gestern Abend noch mal vorm Finale Land und Leute gemacht? Die haben sie noch mal heiß gemacht. Ist das eine Theorie? Jo. Guck mal, und dann kommt er über den Rückraum, Kürkelücke, und schmeißt mal so ein Ding rein. Boah, da staunt Luka Karabatic, bleibt mal ein bisschen tief, überhaupt gar keinen Kontakt aufgenommen. Nachnominiert Niklas Kürkelücke. Deckt dann auf halb, so kann Gitzel außen verteidigen. Und Nikola Karabatic ohne Tor. War aber auch jetzt sein erster Versuch, oder? Ja. Läuft weiter, Kürkelücke geht weg. Karabatic steckt auf außen, das ist auch ungewöhnlich. Meinst du, den wollen sie schon mit 38? Nee. Aber dass das akzeptiert, ist ja überragend. So. Niklas Kürkelücke. Sonst auf außen abgestellt. Im Positionsangriff gar nicht eingebunden. Da konnte der Außenverteidiger schon einrücken. Hat denn jetzt die letzten beiden Angriffe Gitzel auf rechts außen gespielt? Sah ganz danach aus. Oder? Ja. Da kannst du ihm ja dann in Berlin auch mal anbieten. Da wird Hans Lindberg was dagegen haben. Zumal er ja ausgeruht ist, ne? Der ist ausgeruht. Ja, da können sie auch von der Bank bringen, wen sie wollen. Richardson. Mahé verwirft einen, kommt in Richardson. Wenn man mal jetzt nochmal zurückdenkt und wir versetzen uns nochmal in die Lage vor dem Turnier, da haben ja nicht wenige gesagt, MVP könnte Rasmus Lauge werden, aufgrund dessen, wie er auch in der Champions League für West Bremen gerade spielt. Ja. Dann verletzt er sich, dann kommt einer wie Simon Pütlik, 22 Jahre, zum ersten Mal in dieses Turnier und auf einmal kann der MVP werden. Also das alleine spricht für die Stärke der dänischen Mannschaft und was da alles so nachkommt. Oh. Spielt er den noch nach außen? Überragend. Geil gespielt. Da hätten sie aber Juri Knorr zum Beispiel kreisab abgepfiffen bei der Aktion. Ja. Haben sie doch sogar. Genau, haben sie. Da läuft er im Kreis. So, zack. Er gönnt mittlerweile Nikola Karabatic. Aber bei so einem Pass sagst du als Außen nur dreimal Danke. Ja, vielen Dank. Wenn er denn mal kommt. Weil die Frage hier im Chat gerade kommt. Das All-Star-Team der Weltmeisterschaft. Wann wird das denn gewählt? Also ist das jetzt schon vor dem Finale gewählt oder wartet man dann noch das Finale ab? Meistens steht das doch schon vor dem Finale fest, oder? Also ja. Ich meine mich erinnern zu können, dass es bei den anderen Großturnieren meistens vorher schon bekannt gegeben wurde.
Manchmal kriegst du bei den Großturnieren dann auch mitten im Turnier so einen Zettel gereicht. Geiles 1 gegen 1 von Gitzel. Na gut, dann glaube ich, dann hat Andreas Wolf, glaube ich, sehr gute Chancen, ins All-Star-Team zu kommen. Vielleicht sehen wir ja sogar zwei Deutsche. Juri Knorr. Ja. Topscorer, wenn man jetzt Assists und Tore zusammennimmt. Was ein Pass von Mikkel Hansen. Emil Jakobsen. Den Pass spielst du nicht ohne Selbstvertrauen. Also wenn du kein Selbstvertrauen hast. So, mittlerweile ist auch Desbonnet im Tor. Das war der Stachel gegen Deutschland. Als der dann plötzlich mal das Tor richtig zugenagelt hat. Im Raum 7 Meter. Den Rückhandpass macht er gerne mal. Kann er auch mit rechts. Kommt wieder Richardson. Zehn-13, 19. Minute. Tja, wo ist Hans Lindberg? Fragt der eine oder andere, haben wir uns das ganze Turnier schon gefragt. Wenig Einsatzzeit durch diese taktische Variante, die Nikola Jakobsen ja damit begründet hat, dass er für die Defensive eine Option ist. Ich finde ja für die Offensive eine viel größere Option. Hans Lindberg meinst du? Nee, mit Kürkelöke. Ja, ist ja natürlich schon auffällig, dass, ich finde es überraschend, dass du, ich weiß nicht, wie es dir geht, Kretsche, du legst ja deinen Kader fest und dann kommst du nach dem ersten oder zweiten Spiel auf die Idee, dann Kürkelöke nachzuladen, um das ganze Turnier mit ihm durchzugehen. Also wann entscheidest du dich oder legst du fest, du musst dich verändern? Also meistens tust du das ja eigentlich vor dem Turnier. Deswegen finde ich schon sehr überraschend, dass er das dann über das gesamte Turnier so durchzieht. War das nicht erst nach der Vorrunde, als er Kürkelöke dann nachnominiert hat? Nach der Vorrunde. Und ich sage mal, um die Kräfte zu schonen von Gitzel, macht das natürlich durchaus Sinn, dass du einen Halbverteidiger hast mit Kürkelöke. Also die Taktik kann ich schon verstehen, ja, dass er dann ihn nachnominiert. Aber in der Qualität, man darf ja auch nicht vergessen, Johan Hansen hat, glaube ich, auch eine 80-prozentige Quote in dem Turnier. 86%, 12 von 14. Fuß. Hat überragend gespielt. Ja. Es kann nur taktische Gründe im Abwehrbereich haben. Da bin ich bei Nikolai. Um Gitzel zu schonen. In der Abwehr. Prongdi halb links. Auch ein unfassbarer Schmeißer beim gesamten Turnier. Also wenn der eine Möglichkeit hat, Finger immer am Abzug. Stark. Schön gespielt. Ball fliegt super. Ja, super gespielt. Gut ausgespielt, die Überzahl. Ich finde, so nach 20 Minuten habe ich so ein bisschen das Gefühl, die Dänen, dort läuft alles rund. Haben Torhüterleistung, Abwehr und Angriff läuft, das Tempospiel läuft. Bei den Franzosen ist es wirklich die Deckung, vielleicht ein, zwei Paraden zu wenig. Und trotzdem, ähnlich wie beim Deutschlandspiel, führt Dänemark nur mit 3 Toren. Also wenn die Abwehr von den Franzosen in Stehen kommt, dann haben wir gesehen, gerade beim deutschen Spiel, dann kann das Spiel in 5 Minuten kippen. Und ich finde, das ist diese eigentliche Qualität der Franzosen. Und deswegen bin ich gespannt, ob das so weiterläuft für die Dänen. Torhüter-Duell auch. 2 Girard, 4 Landin, Desbonnet noch 0. Dänemark spielt eigentlich schon in jedem Angriff fast immer das Gleiche. Ja. Der Unterschied ist nur, was macht der Kreisläufer? Was macht Saugstrup? Läuft er weg? Stellt er die Sperre? Wo stellt er die Sperre? Aber dieses Jugo-Kreuzen und der Halbe kommt dann rum und sie spielen die 1 gegen 1 Qualitäten von Pütlik und Gitzel dann halt eben aus. Und
Hansen ist halt schon auch ein überragender Entscheidungsspieler. Situation tot. Du denkst als Abwehrspieler, okay, jetzt macht er nichts mehr. Schraubt er dir das Ding mal schnell an. Was willst du da auch machen, wenn er das Ding dann reinhaut? Also, war ja super verteidigt. Ja, du kannst schon recht haben, dass Frankreich jetzt eine Linie entwickelt, besser ins Spiel kommt in der Abwehr. Ja. Obwohl die Qualität von Dänemark schon nochmal eine andere ist als von jeder anderen Mannschaft. Super von Mølgaard. Genau dieser kleine Auftaktschritt, um dazwischen rudern zu können. Fingert den Ball raus. Und in der Mitte der absolute Chef bei den Dänen, Mikkel Hansen. So, und dann Feuer, voll drauf. Also Selbstvertrauen-Probleme hat Bütlich nicht. So musste im Finale mal auftreten. Ich kann mir aber vorstellen, dass er gleich mal eine kleine Pause bekommt. War jetzt schon ein bisschen wild in den letzten 3-4 Minuten, oder? Na, Nikola Jakobsen, da nochmal im Gespräch mit Len. Brondi wirkt auch so, als wenn er zu dicht dran ist, aber die Bremse ist da. Ich finde, Mølgaard ist schon einer der meist unterschätzten Spieler, die man so kennt in dieser Star-Truppe der Dänen. Ne? Im Übrigen auch im Angriff. Ich finde ihn auch im Angriff gar nicht so schlecht. Ne? Ich habe es geliebt. Mittlerweile macht das ja kaum noch. Oder man sieht es zumindest nicht mehr. Wenn er die zweite Welle mitgeht, hat er dir jedes Spiel noch drei versteckt. Genau. Aber macht er in der Champions League. Aber hier hat er doch Mittellinienverbot. Offensichtlich, ja. Der hat 3,5 Stunden gespielt. Nicht ein Wurf aufs Tor. Nee? Nee, null. Na ja gut, dann geht er nicht über die Mittellinie. Da hast du recht. Und Auszeit Dänemark. Wurfeffektivität übrigens bei beiden Mannschaften gleich 70%. Was, beim Derek Bundeskanzler, beim Derek Bundestrainer, na was denn nun? Sollst du alles wieder werden? Und Wetten, das noch moderieren. Na klar. Das ist eine kleine Gesprächsrunde da immer bei den Franzosen, wenn die sich zusammentreffen. Da haben viele eine Meinung dazu. Aber erklär mal den Typen Nikola Jakobsen, Kretsche. Der wirkt immer so wie der gute Laune-Onkel, aber ich habe den noch ein paar Mal erlebt, da war er ein Teufel. Der ist überhaupt nicht ein gute Laune-Onkel. Der strahlt doch immer so eine Sympathie aus, als wenn er immer gut drauf ist. Aber. Nee. Nikolai ist ständig unter Strom. Also auch wenn du gegen den Golf spielst. Also der ist selten mal so richtig locker. Eine absolute Autoritätsperson. Also ich habe mich das früher in der Liga ja immer gefragt, wie er mit Andi Schmid umgegangen ist. Durchbeleidigt. Und du siehst ihn halt schon sehr, sehr energiegeladen an der Seitenauslinie, muss man schon sagen. Aber er macht ganz genaue, klare, detaillierte Vorgaben. Jakob Holm hat mir das mal erzählt. Och, was stark! Für eine Bewegung. Matthias Gitzel. Also es hat schon, um das nochmal zu Ende zu bringen, es hat schon fast spanische Züge bei Nikola Jakobsen. Wenn die Kombinationen einstudieren, wenn die Taktik spielen, dann sagt er dir als Spieler, nee, ich will dich 5 Schritte weiter links. Du musst deine Aktion dort haben. Und, also er ist sehr detailverliebt und bringt das den Spielern auch bei, genau was er will. Und deswegen ist es für mich schon auch ein sehr, sehr guter Trainer. Brondi. Auch das eine Wahnsinnsgeschichte vor einem Jahr zum Jahreswechsel, Messerattacke. Und jetzt prägt er die französische Mannschaft und kann Weltmeister werden.
12-15. 9-13. Da waren es 4. Dann hast du so das Gefühl, dass die Franzosen besser kommen. Trotzdem, Dänemark kann jetzt wieder auf 4 weggehen. Hansen, Abschlüsse aufs Tor bisher gar nicht. Ich finde, was eine der größten Stärken bei Dänemark ist, in Bedrängnis den Ball weiterzuspielen. Also wenn du denkst als Abwehrspieler, du hast schon einen Foul gemacht, dann ist fast jeder Däne in der Lage, den Ball noch weiterzuspielen. Und das ist natürlich ein immenser Vorteil im Handball, wenn du dazu in der Lage bist, dass einfach keine Stoppfouls entstehen. Und dann Mikkel Hansen, die sind so weit weg und plötzlich kommen sie angesprungen. Der Blick ist schon... War gut rausgeholt. Ja. Gitzel 23. Hüttlich 22. Der Kreisläufer ist ja auch so ein bisschen unterm Radar bei den Franzosen. Vor allem imposant ist ja, wie die auch auftreten. Ne? Also bei Gitzel haben wir so ein paar Aktionen. Bei wem wollte er sich oder von wem hat er die Entschuldigung nicht angenommen? Dubniak. Ich meine, musst du mal machen. Ne? Da finden die aber auch so semi. Also Menschen auf dem Balkan. Nee, das steht jetzt auf dem Bierdeckel und... Da ist er, der ganz große Buhmann. Waren das 2 Minuten? Prelt kommt. Man sieht dann, aber es sieht alles immer so spektakulär aus. Ja, ja, vor allen Dingen bei solchen Spielern wie Gitzel, die mit so einem hohen Tempo kommen, die natürlich vielleicht körperlich auch noch ein bisschen, sag ich mal, die ja auch schwächer aussehen, sieht das dann natürlich immer extrem hart aus. Diese langen Pässe. Oh ja, das war clever. Aber die Franzosen kommen über die Abwehr, finde ich, immer besser ins Spiel. Also die natürlich ist jetzt Dänemark auch in Überzahl, aber auch das verteidigen sie gut weg. Ja, ihr Port. Geschickt, ja. Sehr intelligenter Handballer, Port. Finde ich doch super. Abgezockt. Auch jemand, der Verantwortung nicht scheut. Remili. Er entscheidet alles bei den Franzosen, ja. Ich finde das auch, ich weiß nicht, ob mein Eindruck falsch ist. Ich habe das Gefühl, dass Mahé für die Klasse, die er auf der Rückraum-Mitte-Position hat, im Turnier gar nicht so prägend war wie in den letzten Jahren oder in den letzten Turnieren. Mhm. Einfach dem geschuldet, weil die Linkshänder so gut auf der Mitte performen. Und ja, das ist auch schon extrem. Genau, hast völlig recht. Also immer dann, wenn bei Frankfurt, bei Frankreich nichts gelaufen ist, dann kam Mahé. Also da hat ihn Gilles dann immer mal gebracht, mal für eine Viertelstunde. Dann hat er aber auch geliefert, fand ich. Ach, den Doppelpass musste spielen. Frankfurt ist ja okay, musste ich nur bekennen, ob Vorwärts oder Eintracht. Ja? Jo. Aber bremste Mikkel Hansen heute ein bisschen die Spielgeschwindigkeit oder ist das nur mein Eindruck? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, auch in den ersten Minuten, wie Kretscher auch gesagt hat, dass sie den ganz klaren Plan hatten am Anfang mit Isolation 1 gegen 1 im Kreisläuferspiel. Da war es für Mikkel gar nicht notwendig, groß was zu machen. Also Püttlik und Gitzel haben ja losgelegt wie die Feuerwehr. Und wie Kretscher auch gesagt hat, sie haben so eine hohe Passqualität. Meistens kommt dann Mikkel als Entscheider dann dazu, wenn Püttlik oder Gitzel so einen halben Schritt Vorsprung rausgeholt haben, spielt es dann weiter zu Mikkel und der verteilt den Ball. Und deswegen ist er gar nicht so in diesem
1 gegen 1 in dieser 1 gegen 1 Maschinerie, wie es die Dänen gerne spielen, gerade gar nicht dabei. Aber wenn du in der Halle das Licht ausmacht, spielt der doch genauso. Da kommen die Pässe auch genauso an. Ja. Gleiche Richtung, Geschwindigkeit, Höhe. Ja, das ist ja das, was mir Nikola Jakobs mal gesagt hat, weil ich kein großer Fan von Mikkel Hansen bin. Das ist für ihn der beste Entscheidungsspieler auf diesem Planeten. Also er sagt, auf den kann ich mich verlassen. Das ist jemand, der so ein Auge hat, ein handballisches Talent, Übersicht, Feldübersicht. Das hat keiner seiner Spieler so wie er. Auf jeden Fall Frankreich wieder dran. Passivzeichen ist da. Gitzel. Haben Sie es auf der Uhr? So jetzt. Nächstes mit Abschluss. Desbonnet. Sie pfeifen es dann nochmal zurück und dann ab. Und dann haben wir Pause. 15-16. Von da brauchst du dann auch nicht aufs Tor werfen. Was war markant, Kretsche? Die Dänen setzen sich ab, die spielen die Geschwindigkeit, die sind effektiver zu Beginn. Ja. Und dann? Dann ist das, was Timo gesagt hat, dass Frankreich sich eine Abwehr gefunden hat. Also das war ähnlich wie im Spiel gegen uns. Als sie am Anfang große Probleme hatten, dann haben sie viel kompakter verteidigt, offensivere Halbverteidiger. Die 1 gegen 1 Situation besser gelöst. Ich finde, dass Karabatic, also Luka Karabatic dort einen überragenden Job macht jetzt in den letzten 15 Minuten. So, und dann ist die Physis der Franzosen eben schon präsent. Also dann haben sie dort eine Überlegenheit physisch gegenüber den Dänen. So, das Ergebnis ist für die Franzosen gut. 15-16 in die Halbzeit. Nicht schlecht. Über Kondi im Finale brauchen wir nicht reden. Ich finde es interessant. Ich glaube, wenn das Spiel noch länger dauert, wenn man sieht, was Pütlik und Gitze für einen Aufwand betreiben, ist es wirklich Kretsche. Kretsche hat die Physis angesprochen. Ich glaube schon, dass das im Laufe des Spiels noch wichtig werden kann. Allerdings bin ich gespannt, inwiefern Jakobsen auch der Bank vertraut. Weil du hast da, wie angesprochen, auch ein Lauge oder ein Holm, glaube ich, auch noch dabei. Mhm. Die sind Weltklasse-Spieler. Also wann machst du den Turn, wenn es vielleicht nicht so weiterlaufen sollte? Du nimmst deine Spieler, die dich dann das ganze Turnier getragen haben, vielleicht mal raus oder spielst du mit ihnen weiter? Also Genau. Das finde ich sehr interessant, wie das in der zweiten Halbzeit wird. So, na dann, kurzes Durchschnaufen, bevor wir dann mindestens nochmal 30 Minuten Handball haben. Sollte es unentschieden stehen? 2x5, immer noch unentschieden. Nochmal 2x5. Also, bis gleich. Durchschnaufen klingt gut.
So now we are truly ready for the second half in this skill pedal game. It's France 15, Denmark 16. 1:15. Soweit also nochmal die Eröffnungsshow bei dieser Handball-Weltmeisterschaft, die ausnahmsweise vor dem Schwedenspiel, also vor der Partie des Gastgebers um Platz 3 stattgefunden hat. Deshalb vorhin im Vorlauf ein bisschen dürftiger, aber machen wir weiter mit der zweiten Hälfte und zwar 15:16 zur Pause. Frankreich 15, Dänemark 16 und die Dänen, der Titelverteidiger Kretsche, die waren schon mal mit 5 weg. Was haben die Franzosen anders gemacht? Das ist auch die schlechte Nachricht für alle Dänemark-Fans, finde ich, dass die Franzosen besser ins Spiel gekommen sind und nur mit einem jetzt in die Halbzeit gegangen sind. Da ist Schlimmeres zu befürchten, dass Frankreich sich fängt und dominant auftritt in der zweiten Halbzeit. Sie haben besser verteidigt, ganz klar. Sie haben dann den Rückraum besser im Griff gehabt.
So, und ihr gebt uns hier natürlich auch Hinweise, auch zum Ton, wie wir abgemischt sind. Das Problem ist eben immer für so einen Toningenieur, der eine will deutlich mehr Atmo, um mehr Atmo zu hören. Die anderen wollen uns mehr hören und unsere Meinung. Deshalb, wir probieren da immer den schmalen Grat zu finden. Manche wollen uns gar nicht hören. Manche können uns auch gar nicht mehr hören. Also das ist wirklich unfassbar. Ne? Es gibt so viel Meinungen da draußen. Meinungsvielfalt. Toll. Aber bisher für mich sehr zurückhaltend eure Meinung zum MVP. Was denn nur? Also Pütlik, erfolgreichster Torschütze bis jetzt im Turnier. 6 Treffer. Ist der tatsächlich schon Kandidat? Mikkel Hansen, der heute sehr zurückhaltend agiert. Dika Mem. Nochmal sehen. Ja, so wie Remelier in den Halbfinale und jetzt auch in der ersten Halbzeit aufgetreten ist, finde ich, musst du irgendwie ihn auch echt auf der Rechnung haben. 5 Tore, Remelier, erste Hälfte, na dann. Also Fakt ist, Mem, Rückraum rechts und so wie im Prinzip durch das gesamte Turnier, Kentong Mahé, dann als Spielgestalter zweite Hälfte in der Mitte, Prong die halb links. Uiuiui. Da zieht Niklas Lantin aber mal lieber den Kopf ein, bevor das zweite Auge auch noch blau ist. Besser ist es. Da war da noch, das war da ein Streifschuss. Können wir da bitte die Zeitlupe sehen? Aber bitte die super Zeitlupe, weil in der Zeitlupe siehst du es wahrscheinlich auch nicht. Achtung. Den zieht er noch nach oben. Respekt. Und Rasmus Lauge jetzt für Mikkel Hansen in der Mitte. Comeback von Rasmus Lauge im Finale. Was für ein Pass. Den wickelt er einfach rum. Muss so schwer zu verteidigen sein oder vielleicht ja auch gar nicht. Oh, Gitzel, kurzer Zupfer. Ja. Gribi wehrt sich da. Also ich glaube, man achtet viel zu wenig auf das Kreisläuferspiel von Magnus Saugstrup. Das ist eine der ganz großen Schlüsselpositionen im dänischen Angriff. In welche Richtung er sich bewegt, was er für eine Sperre stellt. Das ist schon Weltklasse. Halbverteidiger bei den Dänen. Offensiv, jetzt haben wir Magnus Landin da auf Halb. Chat wird gefragt, kannte man Pütlik vor der WM oder wo kommt der her? Er spielt bei GOG, Champions League dieses Jahr. Also ich würde mal sagen, ein durchschnittlich begabter Bundesliga-Manager kannte den vor der WM. Ich habe ja gehört, dass der in die Bundesliga kommt. Aber gut. Der Carsten, der weiß was, er weiß was, er weiß was. Gefährliches Halbwissen. Und Kürkelücke bleibt außen. Was da für Lücken aufgehen. Ja, und auch die Halbzeitstatistik. Niklas Landin 5 Paraden, Desponé 1, Girard 2. Ja. Bisher noch kein Finale für die Keeper. Offensivfoul. Ja, das wollte Pütli, glaube ich, auch. Das Offensivfoul. Ja. Nee, Markus Landin. Auch ein guter Halbverteidiger. Gucken wir mal auf die. Sie spielen das die ganze Zeit. Ja? Also ich finde das ja auch Wahnsinn, dass du mittlerweile über so viele Spielzüge oder Auftakthandlungen sprichst und Dänemark hat gefühlt aus dieser Jugo-Bewegung 25 bis 30 Aktionen mit Doppelkreuz, mit einfachem Kreuz, mit Kreisläufer wegziehen, mit Kreisläufer zieht weg, kommt zurück, bekommt den einfachen Pass und gefühlt ist es ja egal, ob Pütlik, Gitzel oder Vilauge jetzt auch, jeder bringt sich so ins Spiel ein, also ich finde, das ist einfach gemacht, aber perfekt gemacht. Und die Außen sind Reisekader. Ja, die sind auch dabei. Teilnehmer. Ja, schon wieder in diesem Spiel, ne? Ja. Komisch. Spielen überhaupt keine Rolle. Prongdi. Attackiert Saugstrup in der Mitte.
Also deswegen, du hast ja mit Emil Jakobsen in meinen Augen einen der besten Linksaußen der Welt, aber wenn der keinen Wurf bekommt, wenn er keine Rolle spielt, dann kannst du natürlich auch Magnus Landin verteidigen lassen, damit Pütlik auf Außen mal jetzt eine Pause bekommt. Es ist nicht das Spiel der Außen. Passivzeichen ist da. Ui. Einer der ganz wenigen Fehler im gesamten Turnier von Dika Mem. Und Tempo und Geschwindigkeit und Rückzug der Franzosen ist exzellent. Ja, die Tipps. Interessant. Dänemark plus 3. Also es ist auf jeden Fall mal ein überragendes Handballspiel für mich. Also so viel individuelle Klasse, wie man in diesem Finale sieht, sowohl in Abwehr als auch in Angriff. So, plötzlich geht die Lücke auf. Gitzel sieht natürlich, dass da einer K.O. geht. Aber dann hat der Eindruck doch nicht getäuscht in der ersten Hälfte, dass Nikola Jakobsen da mit Mikkel Hansen nicht so zufrieden war. Denn sonst, er ist ja nicht der Freund von Durchwechselei. Hat er sich einen Wurf genommen bisher in dem Spiel? Null, das ist natürlich das Manko. So, 7 Meter hatte Dänemark auch noch nicht. Na, da kommt er dann, der König. Ja, da wird er kommen. Hat er aber auch nicht so überzeugt bei dem Turnier. Oh, was für ein Pass. Aus der Entfernung den einlaufenden Tournoi so zu bedienen, Respekt. 83% Quote Tournoi. Einer der besten Kreisläufer bisher bei dem Turnier. Ja, passt die Frage aus dem Chat. Gibt es eigentlich was Neues zu Kielce? Was wollte er denn machen? Also das würde ich gerne noch mal in der Zeitlupe sehen. Sah so aus wie Dreher kurz und dann lang und Handgelenk dabei gebrochen und verworfen. Lass uns nur noch mal ganz kurz Kretsch auf Kielce eingehen. Da gab es immer die Gerüchte, dass da keine Gelder fließen sollen, dass es da Unruhe gibt. Ich habe nichts Neues gehört. Ich glaube, bis Ende Januar muss der neue Hauptsponsor gefunden werden, weil der alte ab 1. Januar nicht mehr bezahlt. Die Brauerei. Genau. Dann warten wir es ab. Hey, Mölgaard bleibt noch mal dazwischen. Konnten die richtigen Positionen noch nicht einnehmen. Und Prongdi erkennt's. Guck mal. Du kannst kein Close zeigen, du kannst keine Zeitlupe zeigen, du musst immer draufbleiben. Jetzt können Zeitlupen kommen, weil Mem geht 2 Minuten. Wird intensiver. Zweite 2 Minuten Strafe für Frankreich in dem Finale. 2 hatte auch schon Dänemark. Vertretbar. Auch weiß ich nicht, da kann man diskutieren. Also du musst ihn festmachen, ne? Macht er. Das hat er gemacht. Eigentlich nicht. Weil wenn er ihn fast gemacht hätte und ihn sozusagen dann auch festhält, dann wäre es vielleicht ein Freiwurf gewesen. Aber dieser Bodycheck. Naja, aber. So, da ist er, Mikkel Hansen. Erstes Tor im Finale. Plus 3 Dänemark. So, Zündung war bisher durch Desbonnet im Tor noch nicht. Jo. Desbonnet ist aber auch geil. Das war, glaube ich, der 3. 7-Meter, den ich bei dem Turnier gesehen habe, der Tor war. Und er danach, oh, verdammt, da war ich dran. Der war so knapp. Da denkst du mal, ja, das ist eigentlich bei jedem Wurf so, dass man fast dran ist als Torwart. Wie weit Saugstrup da rauskommt. Hey,
machen keine Lösung im Moment von den Franzosen, aber machen sie natürlich taktisch auch geschickt. Tor ist leer. Super Pass. Und dann genau im richtigen Moment. Gute Entscheidung. Kenton Mahé. Und beide weiterhin in diesem Finalniveau, oberes Regal. Guck mal, der kriegt ja einen Außenball. Jo. Und dann kriegst du einen. Zweiter Außenwurf, den wir sehen, glaube ich, in der zweiten Halbzeit. Zweiter Fehlwurf. Sagt der Torwart mal, guten Tag. Ist natürlich auch undankbar, auch für Hansen. Ich glaube, war das der erste Angriff, den er spielt? Ja. Das Schlimmste ist, glaube ich, auch für einen Außen. Deswegen geht mir das auch oft auf den Sender, wenn du die Gegenstöße nicht laufen kannst. Ja. Also wenn du dann tatsächlich der bist, der von der Bank reinkommt, weil das ist ja das, wovon du profitierst, was du unbedingt willst als Außen. Ne? Ja, und darüber holst du dich ja auch ins Spiel. Du bekommst dadurch Touch, nimmst dir dann auch mal nach zwei Gegenstößen dann auch mal einen Nullwinkel, weil du einfach Selbstvertrauen hast. Ja. Und so kommst du halt von der Bank, spielst keine Abwehr am besten noch. Das ist dann recht schwer, sich für oder als Außen sich irgendwie ins Spiel einzubringen. Gibt Freiwurf für Frankreich. Ja, kurz die Frage kam, was ist eigentlich mit Toft Hansen? Nicht mit dabei, genauso wie Zachariasen. Und deshalb eben Jürgensen als Backup für Saugstrup. Und dazu war Höxer ja lange mit dabei. Starker Rückzug. Bringen die Dänen so im Positionsangriff und dann eine Einzelleistung von Lauge, aber exzellent. Guck mal, was da alles auf der Bank sitzt und jubelt. Und sonst überhaupt keine Rolle spielt bei Dänemark. Die sind einfach nur da, um zu jubeln. Das ist schon Wahnsinn. Und was erreichen in den Auszeiten? Also das ist Mensah, Holm, Jakobsen, Halt. Haben wir mal fürs Jubeln mit dabei. Hast du mal Kontakt gehabt zu Holm eigentlich? Ich habe ihm nur viel Glück gewünscht fürs Finale. Danke, war die Antwort. Oh, oh. Also auch sehr kurz, muss ich sagen. Es war kein ausführliches Gespräch. Oh. Kürkelöke kommt raus und dann verliert er eben im Rückzug dann die Kontrolle zu seinem Mann. Also ich denke mal, Kielce als Verein muss sich sicherlich Sorgen machen. Ich glaube, jeder einzelne Spieler dieses Vereins eher weniger. Trifft's. So, Torhüterwechsel. Bei Dänemark. Landin geht im Finale raus nach 7 Paraden. Ja, aber da kommt halt Kevin Möller. So, und da kommt halt normalerweise auch noch Yannick Rehn oder Emil Nielsen. Ja, die haben sie ja gar nicht nominiert. Das Spiel haben wir nur die beiden. Was hat Möller bisher? 34%, okay. Also Yannick Rehn und Emil Nielsen wären Platz 1 und 2 bei der gegnerischen Mannschaft dieses Finals. Ja. Momentan haben die Franzosen super Lösungen über ihre Kreisläufer. Tonar. Jetzt auch zum zweiten oder dritten Mal, dass sie ihn gegen Kierkelücke gestellt haben. Ich weiß nicht, sieht so aus, als wenn sie in der Halbzeit gesprochen haben und vielleicht Kierkelücke im 2 gegen 2 ein bisschen mehr stressen wollen. Sieht mir zumindest so aus, spielen sie bislang auch sehr gut. Ja. Ich finde das aber auch, einfach diese Qualität der Franzosen. Du hast mit Remeli einen überragenden Spieler in der ersten Halbzeit, der bleibt jetzt erstmal auf der Bank. Und sie spielen weiter, sie haben so viel Qualität, dann spielt Mahé auf der Mitte und du denkst gar nicht darüber nach, dass Remeli gerade fehlt. Also das ist ja auch schon wieder, spricht für die breite Bank der Franzosen und sie wird mit eingebaut. Kürkelöke 2 Minuten. Oh,
Kevin Möller. Erste Megaparade. Ist ja Überschallgeschwindigkeit, wie der Maheda ankommt. So Pfosten. Der ist natürlich auch so ein Handball-Wahnsinniger, ne? Also A, hat er auch wieder Bock, hier zu spielen. Der würde aber auch jetzt in Dormagen spielen, wenn er heute ein Spiel anstehen würde. Vor 10 Zuschauern. Da würde der genauso viel Bock haben. Der ist schon ein bisschen irre. Aber eben auch einer, der keine Angst hat, der eine hohe Mentalität hat, eine hohe Spielfreude hat. Und immer gut drauf. Hat er mal in Dormagen gespielt, ne? Am Anfang seiner Karriere. Ja. Von 2000 bis 2009. Dann Gummersbach, dann Hamburg, dann Flensburg. Und dann in West Brem viele Jahre. Da ist er immer noch. Beim Chat wurde vorhin geschrieben, dass Tornar überbewertet ist. Nee. kann man von vielen Kreislaufern sagen. Aber nicht von Nikola Tornar. Ui! Das gucken sie sich auch nochmal an. Ja, müssen sie sich. Ne, gucken sie sich nicht an. Machen direkt gleich zwei Minuten. Der Schritt ist groß. Ja. Da kann Dänemark froh sein, dass sie sich nicht haben angeguckt, dass sie sich nicht angeguckt haben. Außenverteidiger ist verantwortlich und ein Fuß. Dafür hat Witzke rot bekommen. Mhm. Genau. Mehr oder weniger. Witzke hat sich aber nicht ganz so sicher in der Ausführung seines Ausfallschritts bewegt. Er ist da eher reingestolpert. Richardson zum dritten. Erster gegen Müller. Sitzt. Werner, habt ihr ein bisschen länger Zeit heute? Ja, bei Melvin habe ich immer das Gefühl, dass er sich nicht für den richtigen Verein entschieden hat. Ich finde, er könnte schon viel, viel weiter sein. Aber sich für den FC Barcelona zu entscheiden, hinter Dika Mem, das war vielleicht finanziell und vielleicht aus handballromantischer Sicht eine gute Entscheidung für ihn. Aber ich finde, er hat viel mehr Potenzial und spielt in seinen jungen Jahren viel zu wenig. Aber spielt da nicht auch Mem einen guten Anteil in der Mitte? Also ich hatte schon das Gefühl, gerade in den letzten Monaten, auch zu Beginn der Saison, als Hindrich, glaube ich, noch nicht so fit war, Markuc hat eine recht kleine Rolle gespielt, dass sie auch häufig schon mit Mem und mit Richardson in der letzten Zeit gespielt haben. Aber wie du sagst, wenn die Kamem, egal wo die Kamem spielen würde, der wäre Nummer 1. Und da fällt Richardson eigentlich auch zu viel Klasse. So, Einsatzzeit jetzt für Simon Halt, dann gemeinsam mit Mölgaard im Mittelblock. Frische Kraft, auch Mensa mit dabei in der Abwehr. Valentin Port, alles Gute, dass da die Bänder nicht weg sind. Wirft das Tor, steht auf und hat sofort Ordnung im Hinterkopf, wie sie sich hinten sortieren müssen. Remy Lee. Und wie vorhin erwähnt, ja, musst du wieder im Hinterkopf haben, da den Girard zurückzubringen. Aber auch Lauge mit einem richtig guten Spiel. Faktor, ja. Ne? Ist ein Faktor. Was hat er? Lauge. 4 von 4. 5 sind es jetzt sogar. Ui, Raketenpass. Ah. Ja. Oh. Selten, aber stimmt. Ja. Ich meine, wir außen stehen ja schon häufig ab. Finde ich auch richtig, dass man es nicht immer pfeift, aber das war schon klar.
Ja. Ja. Gut gesehen. Ich mal, was in der Halle los ist. Dänemark Sprechchöre ohne Ende. Oh, und nu. Ich glaube, das ist Frankreich schon jahrelang gewöhnt. Ne? Also außer wenn eine WM in Frankreich ist. Ist eigentlich keiner so richtig für Frankreich, finde ich. Aber die finden uns seit der Heim-WM 2007 auch nicht mehr lustig. Ja, aber ich habe auch eine WM in Frankreich mal gespielt. Die müssen sich nicht beklagen. Da gab es mal ein Viertelfinale, glaube ich, gegen Frankreich. Da habe ich auch noch gute Erinnerungen. So, und wir haben Lagarde jetzt mit dabei. Kein Nikola Karabatic. Da musst du aber doch einen Freiwurf pfeifen, oder? Yep. Rückzug von den Franzosen haben wir jetzt schon 3-4 Mal erwähnt. Hut ab. Was denkst du, für wen die schwedischen Fans da sind? Meinst nicht für Dänemark? Haben die so eine Landesfreundschaft oder ist das eher eine Rivalität? Mensa! Jo! Na endlich, Nikolai! Bring mal deine Bankspieler, die haben Kraft. So, Lagarde, 7 Meter. Oh, nur kurz, du warst es. Und es war's. Nichts für Benzer noch als Nachtisch. Ja, Schiedsrichter werden auch kurz gelobt, machen das auch ordentlich. Klar, du hättest bei der Situation gegen Port zumindest mal gucken können. Ne? Also wenn du den Videobeweis hast, kannst du ihn auch nutzen, ja. Können wir ja dann sicherlich im Laufe des Abends auch noch mal diskutieren. Die EHF, Männer, will ja jetzt vielleicht schon zum Champions League Final vor die Challenge gewähren, dass du als Trainer einmal pro Spiel eine Videoüberprüfung beantragen kannst. Was sagt ihr im Chat? Was sagt ihr im Studio? Bei Kretsche Gerd. Nee, ich habe das schon mal vor kurzem beantwortet. Da habe ich aus dem Bauch heraus gesagt, ich finde es nicht gut. Jetzt kommt's. Weil ich finde, dass die Entscheidung bei den Schiedsrichtern bleiben sollte. Schönes Tor von Mensa. +3 für Dänemark. 10 Minuten, 5 waren die Dänen in der ersten Hälfte weg beim 7-12. Pütlik, 8 Tore. Lauge 6, 7. Lauge 6, Gitzel 5. Oh ja. Wir schlagen aber auch ein paar Dinger ein. Haben wir gerade Nikola Karabatic gefordert für Lagarde? Jo. Ist Quatsch. Ah, hier bin gegen Challenge, Schiedsrichter. Also Challenge sicherlich eines der viel diskutierten Themen in nächster Zeit im Handball. Die ERF-Kommission hat das als Vorschlag. Jetzt müssen sie noch insgesamt darüber abstimmen, aber kann schnell kommen sowas. So, 9 Minuten noch. Da spielt der Lauge überragend, dann bringt er den Mensa. Und wechselt den Pütlik aus. Ne? Macht der Lauge. Ja, komm. Gib mal einen Ball her. So, lass mich mal jetzt mal machen. Fürs Finale reicht's. So, aber alle schön zugeguckt, wenn ich komme. Oh, man. Aber da sind wir jetzt auch wieder bei dem Punkt, ich glaube, finde, dass Möller mit seiner Einwechslung schon dem Spiel irgendwie so ein bisschen mehr gegeben hat, als jetzt. Ja. Das bei den französischen Torhütern der Fall ist und das finde ich schon wieder bei den Franzosen ein bisschen gravierend. Die machen ein super Spiel, aber haben gefühlt keine einzige Parade im Spiel. Richtig, keine Torhüterleistung, ja. Auszeit Nikolai Jakobsen. Weiß zwar nicht, warum er jetzt eine Auszeit nimmt. Die will er nicht verschenken, ne? 52.
Ja, aber warum? In der 52. Wenn es der 55. 54. 55. ist ja zu spät. Läuft doch gerade gut. Ja, wir Berliner haben natürlich ich Grüße verstanden, aber was es heißt, weiß ich nicht. Aber du siehst schon seine Autorität und seine Detailverliebtheit. Ja, ne? Ohne es musst du nicht verstehen, was er sagt, aber du weißt, in welche Richtung es geht. Und eins muss man ja auch mal sagen, jetzt stell dir mal vor, Deutschland Finale und der Bundestrainer würde im Finale Lukas Stutzke und noch einen spielen, der kaum gespielt hat. Und die beiden gewinnen dir jetzt gerade das Spiel, Mensa und Lauge. Ne? Also die haben gefühlt keine Rolle gespielt in dem Turnier. Die bringt er im Finale. Und guckt die das schmeißen an. Und die treffen. Das ist dann schon auch wieder eine Qualität. Kann durchaus sein, dass die Bank von Dänemark den Titel-Hattrick holt. Wir kommen in die Crunchham und Mensa da hinten. Boah. Maschinenverteidiger. Also dann kannst du Hansen als MVP, als möglichen MVP schon mal rausnehmen. Dann ist man eigentlich schon fast bei Pütlik oder Gitzel. Ne? Jetzt spielen sie auch noch offensiv. Was machen sie denn jetzt? 3-3 Verteidigung. Ui. Schrittfehler, stimmt. Oh, pfeifst du nicht einmal im gesamten Spiel? Und jetzt bei minus 4. Jetzt wachsen sie aber über sich hinaus, die beiden Schiris. Ja, finde ich ein sehr harter Pfiff. Also oh, sind natürlich 6 ja. Schritte fast. Ne? Aber... Findet er nicht, Rimini. Waren natürlich Schritte, aber ich gehe nicht mit, das pfeifst du nicht ab. Ja, ich finde, das sind schon ein paar Schritte weniger als bei Luka Witzke heute. Zack, dann spielt er auch noch auf Halt. 4, 7 Minuten müssen die Franzosen aufholen. Oh, was für eine Bewegung. Ah, beißt schon ein bisschen, aber Vollgas zurück. Niveau haben sie super gehalten. Da hat er sich im letzten Moment entschieden, nicht parallel, sondern zur Kreuzung zu gehen. Gitzel. Also irgendwann kann der doch auch nicht mehr. Nein, muss er auch nicht mehr lange. 6 Minuten. Lauge! Also vielleicht wird Lauge ja auch noch MVP. Nein, das geht nicht. Aber ein unglaubliches Spiel. Ist ja MVP hoffentlich vom ganzen Turnier, ne? Boah, was ein Spiel von Rasmus Lauge. Also was eine zweite Halbzeit. Hat der erste Halbzeit nicht gespielt. Hat er alle, ich glaube einen Gegenstoß ist er mitgelaufen. Und jetzt zweite Halbzeit. Ist er mal kurz da. Ja. Na, guckt euch die Abwehr an. Wie offensiv die ist. So, dann spielst du es rum. Dann bringst du Möller für Lantin. Und dann hat er auch noch mal kurz seine 3 Paraden. Und zwar alles ganz klare und ganz freie. Und das nicht gegen uns und Kirmeswerfer, sondern gegen Nahi. Naja, gab schon mal einen Torwart, der Nahi die Grenzen aufgezeigt hat bei dem Turnier. Und wir haben noch drüber geredet, über Nahi vor dem Turnier auch. Und der hieß Andreas Wolf. So, die Dänen fangen schon an zu singen. 5 Minuten vor dem Ende plus 4. Sieht schon stark nach Dänemark jetzt aus. Nee, da ist keine Lösung. War es doppelt? Passivzeichen ist da. Und Mensa schraubt. Oh, gut gearbeitet. Drei. Das ist
auch ein super Kreisläufer, Ludovic Fabregas. Ich finde mit Golla der wahrscheinlich kompletteste Kreisläufer. Ja, kann man momentan schon so sagen, genau. Also wenn man sieht, was die beiden in der Abwehr abreißen und dazu im Angriff, unglaublich. So, wird offensiver. Bleiben trotzdem noch hinten die Franzosen. Noch nicht das letzte Risiko. Oh, da kannst du schon mal vollpfeifen. Also man muss sagen, die 50-50-Entscheidung finde ich schon in Summe deutlich bei Dänemark. Ja, richtig. Also Schiedsrichter sind jetzt hier in den letzten paar Minuten Dänemark wohlgesonnen. Ja, kann man nicht anders sagen. Geht's? Ui. Oh, Gerard steht zumindest richtig. Guck mal, jetzt kommt Gitzel nicht mehr zurück. Guck mal, Nikolai da unten, wie der ausflippt. 3 Minuten bis zum Titel-Hattrick. Oder schaffen es die Franzosen doch noch in die Verlängerung? Dikamem. So, Männer, sag mal, 3 Minuten. Wann öffnest du die Deckung? Ja, sie haben sich jetzt über die 6-0 auch wieder erarbeitet, dass sie gefühlt wieder im Spiel sind. Aber du hast jetzt nur noch 3 Minuten. Ja, und es sind ja nur 2 Tore. Das reicht auch. Steht 31-29. Noch musst du nicht die Nerven verlieren. Die haben Dänemark jetzt 2-3 Mal ganz gut bearbeitet. Gestellt, richtig. Pütlik wieder zurück für Mensah. Kommt der Arm eigentlich und muss eigentlich der Arm jetzt auch langsam jetzt wieder kommen. Jetzt ist er da. Erster. Zweiter Pass. Pütlik. Das glaube ich nicht. Was war das denn? Ein Tor. Das war nicht nur irgendein Tor. Das war ein Unterarmsprungwurf nach oben gefackelt. Da spielen Pütlik und Gitzel in der zweiten Hälfte keine Rolle. Oder aber zum Ende. Dir das Ding nochmal an. Arm ist oben. Im Übrigen macht Lauge noch ein Tor. Dann hat er 10. Haben bisher nur 5 Spieler in einem Finale geschafft, 10 Tore oder mehr zu machen. Das war's. Aha. Und so langsam realisieren sie es auf der dänischen Bank. Die schreiben gleich Geschichte. Und dann geht er nochmal von Kevin Möller, der bisher gut gehalten hat, auf Landin zurück. Beim 7 Meter. Ja, das kann Frankreich nicht verteidigen, offensiv. Das halte ich für ausgeschlossen. Und alles wichtige Sekunden. Zimperlich ist Remeli nicht. So, und Rasmus Lauge kommt in den gehobenen Kreis, ist der 6. Spieler, der bei einem WM-Finale 10 Tore oder mehr erzielt. Weltmeister 2019, Weltmeister 2021 und Weltmeister 2023 ist Dänemark. Oh, dann werden wir die zu Hause ja nächste Woche wieder einfangen müssen. Ja, alles Gute. Hast du 3 Weltmeister da und vielleicht ja auch noch einen MVP. Kannst du verkaufen für die ersten Heimspiele. Bom! Da gibt es noch ein paar auf die Kappe von Len. Was will denn Dylan Nahi? Bodyguard Gitzel ist schon da. Tja, und wenn sie was kennen, dann sind es die Feierlichkeiten nach dem Titel, die Dänen. Gitzel, alle Zweifel erhaben. Glückwunsch geht an Dänemark. Vize-Weltmeister Frankreich. Klar, die wollen es doch nicht mehr.
Naja, was heißt, sie wollen es nicht mehr? Nein, nee, sie wollen jetzt nicht mehr Alibi. Sie wollen kein Alibi mehr spielen. Ja, das kannst du doch auch nicht mehr. Weißt du, das ist, nicht, ist jetzt vorbei. Dreimal Weltmeister in Folge. Ist noch keiner Nation vorher gelungen. Wir sagen Glückwunsch an Dänemark. Endstand 34-29. Was für eine Party. Und morgen auf dem Heimflug vor der Landung in Kopenhagen gehen die Düsenjäger wieder in die Luft und begleiten die Mannschaft. Bilder, die sie alle nie vergessen. Und trotzdem die einen schon so oft erlebt. Ja, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, gut, jetzt ist es der dritte Weltmeistertitel hintereinander. Die Bilder, die kannst du vom letzten Jahr eigentlich wieder rausholen. Also man hat sich gefühlt schon dran gewöhnt. Ich weiß noch, in der U21-Nationalmannschaft oder in der U18 hat Pitti immer gesagt, welches ist das kürzeste Buch der Geschichte von Dänemark? Na? Die Erfolg oder die Seite mit den Medaillen von Dänemark, weil da noch nichts drin stand, aber jetzt mittlerweile absolut prägende Nation. Und wir haben das ganze Turnier darüber philosophiert, ob sie der Weltspitze ein Stück enteilt sind. Als Fazit, Kretsche, müssen wir sagen, ja. Dänemark? Ja. Ja, ich finde nicht, dass sie so viel stärker als Frankreich waren. Also das waren schon zwei ebenbürtige Mannschaften. Der Unterschied ist dann halt wirklich, und das haben wir vor dem Spiel ja auch gesagt, ob Frankreich eine Torhüterleistung hat oder ob nicht. Also wenigstens eine adäquate Torhüterleistung. Und das kann halt auch keine Nation der Welt auffangen, wenn du eine ganz schlechte Torhüterleistung hast. Das war bei Frankreich heute so. Und Dänemark reichte eine normale Torhüterleistung. So. Aber sie sind jetzt der Weltspitze. Also diese beiden Mannschaften sind schon über allen anderen, würde ich sagen. Tempo, Tempo, Tempo. Und wer wird Spieler des Spiels? Kann nur einen geben, oder? Lauge. Rasmus Lauge. 10 Tore. Schöner Spruch hier auch gerade im Chat. No Pütlik, no Party. Ja, das passt. Aber MVP wird interessant. Also ich würde mich jetzt nicht festlegen. Guck mal, ob schon irgendwas durchgesickert ist. MVP des Turniers, sagst du? Ja. Also das hier muss Rasmus Lauge werden, das ist klar bei dem Spiel. Hört euch das an. Ne, immer noch nichts von MVP öffentlich. Einer hatte schon mal das All-Star-Game hier gepostet. Ich weiß nur nicht, ob das das offizielle All-Star-Game schon war oder ob das nur sein Tipp ist. So, und dann ist das sicherlich der Moment, wenn du Vize-Weltmeister wirst, musst du dich ja jetzt nicht verstecken. Ja, findest du aber auch nicht so gut. Also jetzt in dem Moment. Also. Ich weiß ja nicht, wie sich das anfühlt, Weltmeister zu sein. Bei mir war es alles Vize. Aber fühlt sich jetzt nicht so gut an. Ja. Und alle kommen und geht doch weiter und jeder denkt, scheiße. Ja, du feierst jetzt mehr, wenn du Bronze gewonnen hast, als die, die jetzt hier Silber gewonnen haben. Ja, also die kommen jetzt gleich bei der Siegerehrung raus, die Spanier, und sind wahrscheinlich schon hackedicht. Und Frankreich ist irgendwie im Tal der Tränen, obwohl sie die zweitbeste Nation der Welt sind, klar. Und das ist jetzt... Für Frankreich reicht das immer nicht. Weißt du, so eine Silbermedaille, das ist für die nichts. Ja, den Eindruck habe ich auch. Ja, also die ärgern sich darüber und das ist unter ihren Ansprüchen. Also die wollen Titel gewinnen, die sind es gewohnt, Titel zu gewinnen. Jetzt okay, bei den letzten zwei Weltmeisterschaften nicht so, mittlerweile bei 3. So, dann ist bester Torschütze der WM ist Gitzel. Ja. 6 heute noch mit dazu, hat er 60. Das haben auch noch nicht so viele in der Geschichte geschafft, ne? Würde man sagen, kann er anbieten. Dann war er
All-Star bei der WM 21, bei der EM 22. Bester Torschütze und ich würde sagen, da geht auch noch einiges jetzt. Also da kommt noch was dazu. So, er spielt auf jeden Fall. Und ich finde es noch beeindruckender, wenn du sagst, dass er einfach so viele Feldtore macht. Also er wirft ja keine 7 Meter. Das ist schon nicht so verkehrt. Leider wissen wir nicht, wie viele Assists er heute wieder dazu beigesteuert hat. Die Statistik gibt es leider nicht. Tja, also jetzt in der Halle zumindest die... Und dann können sie aber Nikolai auch langsam mal ein Denkmal bauen in Dänemark, finde ich. Ne? Oder einen Platz nach ihm benennen. Kannst du auf jeden Fall so machen. Dreifacher Weltmeistertrainer, das ist natürlich die absolute Legende. Hat das schon mal einer geschafft? Also ohne Star? Zweimal, oder? Naja, dreimal geht ja nicht, weil er bisher hat ja keine Nation. Ist er nicht dreimal in Folge Weltmeister? Er muss ja nicht in Folge sein. Also ob jemals ein Trainer dreimal überhaupt Weltmeister geworden ist. Das ist ja eine Frage. Darauf bin ich jetzt schlecht vorbereitet. Das wird bestimmt jemand im Chat wissen. Im Chat weiß das immer jemand. Ich habe mir vor allem auf Guillaume Gilles eben, wer war schon mal Weltmeister als Spieler und Trainer und wo du dann auch denkst, da, jetzt habe ich doch ein paar. Nee, hast du nicht. Kommen ja nicht viele in Frage. Bengt Johansson, Konstantini. Nee, sind es auch alle nicht und auch die Russen nicht, Maximow nicht. Also Maximow war im Finale mal, aber gegen Deutschland, aber dann eben doch nicht als Spieler. So, einige so. Und dann geht es jetzt so wie Mikkel Hansen hier im Hintergrund in die Kabine. Lass uns mal so ein bisschen so ein WM-Fazit ziehen, Männer. Taktische Neuerungen? Gab es dieses 5-5 von Slowenien mit Libero, aber ansonsten? In Überzahl. In Überzahl, in Reinkultur? Mhm. Was habt ihr sonst noch mitbekommen? Ich gucke da ja nicht so aus Trainersicht auf so Spiele. Ich gucke ja, ob mich das unterhält, ob das ein großes Turnier war, ob das klasse organisiert war, ob die Stimmung rüberkam. Da war ich von Polen ein bisschen enttäuscht. Ich finde, dass das auch wieder ein Beispiel dafür war, dass man große Turniere nicht in 2 oder 3 verschiedene Länder geben sollte, sondern dass man in Zukunft wieder dahin zurückkehrt, dass ein Land ein großes Turnier ausrichten sollte, im Idealfall. So, Schweden war eine tolle Kulisse, aber natürlich auch, wenn die Schweden gespielt haben, also unser Spiel um Platz, als wir gegen Ägypten. Genau, als wir gegen Ägypten gespielt haben, um das Spiel um Platz 5 zu erreichen, da waren, glaube ich, 100 Leute in diesem Fußballstadion, die das sehen wollten. Das war ein bisschen traurig, aber ansonsten war das schon eine tolle WM. Also Hassan Mustafa wird sich nicht hinstellen und sagen, es war die tollste WM aller Zeiten. Das glaube ich nicht. Ansonsten habe ich gute Spiele gesehen und ein verdientes Finale, auch Frankreich, Dänemark. Da war jetzt wenig Überraschendes dabei, außer vielleicht, dass Ungarn das Viertelfinale erreicht hat. Wenn wir jetzt aufs deutsche Team gucken, am Ende Platz 5 ist sicherlich so ein Rang, wo du sagst, du bist eben tatsächlich nah dran. Also du hast Halbfinale nur knapp verpasst. Personell, klar, du bist wieder mit dabei, du bist fit, du fängst in der Bundesliga wieder mit an, in Richtung Europameisterschaft. Entlastung für Juri Knorr kriegen wir wie hin? Habt ihr eine Idee? Naja, also er ist der entscheidende Mann, er ist der Fixstern des deutschen Angriffs in den nächsten Jahren. Darum bauen wir unsere Mannschaft auf. Ich mache mir auch keine Sorgen um Juri, mache mir eher Sorgen, wer stößt jetzt noch mit dazu. Also wir haben Namen diskutiert wie Julius Kühn, wir haben Namen diskutiert wie Henrik Pekeler, der vielleicht nochmal zurückkommt, Fabi Wiede, all das muss man neu bewerten. Wer ist dann dabei beim stärksten Kader, den Deutschland zur Heim-Europameisterschaft zur Verfügung stellen kann? Da gibt es keine Tabus. Ich finde, man muss noch mehr auf Teamchemie achten. Das hat man jetzt auch immer als Feedback bekommen, dass die Stimmung im Team gut war, dass da ein guter Teamgeist geherrscht hat. So, das ist auch Teil des Erfolgsgeheimnisses. Und dann muss man Schritt für Schritt sich weiterentwickeln, weil wir auf den entscheidenden Positionen Köster, Knorr, Goller schon noch jung sind. Ne? Wer ist der schnellste Handball-Rechercheur Deutschlands? Heißt das Rechercheur? Franzose? Rechercheur? Naturellement. Rechercheur? Rechercheur? De Christophe de Teuergauf? Ja. Hatte geschrieben, Claude Ronestat, 2009, 2011, 2015. Hab ich doch gesagt. Teuer, stark. Super. Nicht schlecht. So. Und dann haben wir wahrscheinlich aus deutscher Sicht den Comebacker Pekeler.
Oh, da würde ich noch nicht spekulieren. Bevor ich es nicht hundertprozentig weiß, will aber ich mich noch nicht zu früh freuen. Aber angeblich hat die Familienumfrage ja ergeben, 10-0 in der Familie, Daumen hoch. Daumen hoch? Daumen hoch. Oh, das ist aber interessant. Na dann, Peke, dann bist du sicher dabei. Freuen wir uns. Also, dass das eine Bereicherung wäre. Steht außer Frage. Müssen wir nicht drüber reden. Einer der besten Abwehrspieler, die es gibt. Wenn Peke topfit ist und seine Achillessehnenprobleme im Griff hat und das bleibt ihm zu wünschen, dann ist das eine Riesenverstärkung für die Heim-EM. Und gibt es irgendein Learning für den Verband, den wir aus der WM ziehen könnten? Taschenlampen bei Auszeiten. Finde ich super. Gucke ich mir gerne an. Also, wie ist denn die Ausgangsposition? Ich finde, dass unsere Mannschaft bei dem Turnier tatsächlich Hoffnung gemacht hat auf die Heim-EM. So, das war das, was wir erwartet haben, was wir sehen wollten. Also, sie haben begeisternden Handball gespielt. Wir haben jeglichen Grund, optimistisch zu sein für die Heim-EM. So, ich nehme uns mal weg, weil der eine oder andere will hier in die Halle gehen. Wir können ja trotzdem dazu reden. Echt? Ach so. Wo hast du uns jetzt weggenommen? Aus dem Bild. Genau. Na ja, klar. Dass wir hier ein bisschen Show sehen können. Also nochmal, das, was wir von der Mannschaft sehen wollten, das hat sie gebracht. Ich finde, dass sie einen sehr sympathischen, guten Auftritt hatte mit all den Gästen, mit denen wir gesprochen haben, auch außerhalb des Handballs. Die ziehen ihren Hut vor dieser deutschen Mannschaft. All das Feedback, was ich auch bekommen habe, war sehr zufrieden mit dem Auftritt der Deutschen. Und sie haben sich da sehr gut präsentiert. Also ich habe da wirklich ein positives Gefühl für die Heim-EM, was unser Verband daraus jetzt gelernt hat oder mitnimmt. Ich glaube, dass wir tatsächlich, und das soll jetzt nicht arrogant klingen, einer der Verbände sind, die so ein Turnier am besten organisieren kann. Und unsere Fans gehen, glaube ich, auch in die Hallen, wo Deutschland nicht ist. Das haben wir in München gesehen beim letzten Turnier. In Düsseldorf sind über 40.000 Karten verkauft worden fürs Eröffnungsspiel. Also das wird schon ein Spektakel. So, und dann sagt der Präsident Andreas Michelmann heute mindestens Bronze. Ja. Wie gehst du nach Timo dann in das Heimturnier? Also ich glaube, das, was Kretsche schon gesagt hat und auch davor angesprochen hat, dass wir uns Schritt für Schritt entwickeln, kannst du auch bei einer Heim-EM nicht erwarten, dass wir da ankommen und jeden Gegner in Grund und Boden spielen. Wir müssen uns weiterentwickeln. Trotzdem ist es natürlich so, dass du vielleicht einmal in deinem Leben eine Heim-EM spielen darfst. Wir haben es jetzt geschafft, für Euphorie zu sorgen, für eine gute Stimmung im Team, außerhalb vom Team. Ich habe wieder das Gefühl, dass da etwas wachsen kann und auch etwas ranwächst. Und wenn du eine Heim-EM spielst, spielst du nicht, um genau, eine Hauptrunde rauszufliegen, das ist klar. Das Maximum muss erreicht werden. Was das sein wird, sehen wir dann. Aber sind wir ehrlich, warten wir da erstmal die Gruppenauslosung ab und sowas. Also da müssen wir ja auch immer auf die Gegner ein bisschen gucken. So gut, dass wir Dänemark, Frankreich, Schweden wegputzen, sind wir noch nicht. Also bisschen. Aber wie ist denn das? Wir können uns den Topf aussuchen. Ist das nicht irgendwie so, dass alles gelost wird und wir sind ein Gruppenerster und können uns dann eine Gruppe aussuchen als Gastgeber? Wirklich? Also ich bin mir sicher, dass die Polen sich dann ihre Gruppe aber nicht ausgesucht hätten, die sie jetzt bei der WM hatten. Ich bin mir nicht sicher. Mit Frankreich und Slowenien und jo. Also ich hoffe, dass unser Verband dazugelernt hat und das genau so macht. Oh, David Barufet. Auch ein guter Freund. Ist jetzt von Spanien der Teambetreuer. Mhm. Den findest du immer noch gut? Finde ich richtig gut. Auch schöne Anzüge hier von Spanien. Sieht richtig gut aus. Die graue Maus des Welthandballs. Da haben sie aber auch häufig Gespür für. Da sind sie wieder. Aber die kriegen gleich eine Medaille. Das stimmt. Verdientermaßen. Jetzt flippt man nicht gleich aus vor Begeisterung. Also. Nee, doch. Also respektvoller Glückwunsch an Spanien. Der eine oder andere sagt, die Bronzemedaille sich geholt haben, weil sie einen guten Torhüter haben und eine anständige Abwehr spielen. Und vorn langweilig. Eine anständige Abwehr ist gut. Ich finde, mit die beste Abwehr. Und zwei gute Torhüter, nicht nur einen. So, und Frankreich. Haben wir die für die Silbermedaille vor dem Turnier auf der Rolle gehabt? Ja, mit dazu? Ja, guck mal, da hebt schon einer den Finger.
Ich habe nur einen Fehltipp. Ich habe Schweden auf Bronze getippt. Damit bin ich heute leider gescheitert. Ja. Ohne Jim Gottfriedsson. Machen wir das nur an Gottfriedsson fest? Nee, aber auch. Okay. Also den haben die Schweden schon vermisst. Ist ja auch einfach zu eruieren. Ab dem Ausfall von Gottfriedsson haben sie nicht mehr gewonnen. Ja. So, und egal, ob bei Spanien oder wenn wir hier auch die Franzosen sehen. Was ist denn das für ein Outfit, sag mal? Das ist doch nicht deren Ernst. Wer hat die denn wieder eingekleidet? Tatsächlich. Das ist grau und grau. Ja, hier wird schon im Chat geschrieben, Kretschi überreicht Spanien die Medaille bei der Heim-EM. Na klar. Das war ich auf jeden Fall. So, und dann kommt der Weltmeister. Angeführt von Niklas Landin. Und Hans Lindberg, 41. Im Finale nicht eingesetzt, aber sein 16. Großereignis. Und auch er nennt sich dann zum zweiten Mal Weltmeister. Und Leute wie Mikkel Hansen zum dritten Mal Weltmeister. 7 Spiele und Nikola Jakobsen zum dritten Mal in Folge Weltmeister. Guck mal jetzt, goldene Shirts. Die Details, auf die du achtest. Gut. Ach, du meinst, die Spanier wollten damit auch was ausdrücken? Mit Grau? So, lassen wir mal die Kulissen wirken. Jo. Ich glaube, es gibt jetzt noch eine Rede. Ne? Hassan Mustafa? Bisher gar nicht gesehen bei dem Turnier, aber angekündigt, zumindest im Rundown war er. Ja, war schon ein paar Mal zu sehen. Im Bild. Absolutely amazing. 23.000 Zuschauer. Hut ab. Here with us. It is my great pleasure to welcome the president of the International Handball Federation, Dr. Hassan Mustafa. So, na dann, da kommt da der Ägypter. I want to give my congratulations to the world champion Denmark, and I want to give also my congratulations to France and Spain, and good luck for the rest of the teams in the next world championship. I would like to thank all the people around this involved with this World Championship, and my gratitude goes to the organization committee of Poland and Sweden, and I would like to thank the sponsors, the media, and the volunteers from both countries, Denmark, Sweden, and Poland. Also, I give my thanks to the referees, coaches, official, and all, of course, all 32 teams participated in this World Championship, and see you in 25, the next World Championship.
Croatia, Denmark and Norway. And have a nice evening. Thank you so much. Zurückhaltend. Thank you very much. Ja. Dr. Hasan Mustafa, President Mustafa of gratuliert die and that of course means Medaillengewinner und natürlich auch die anderen Nationen, die teilgenommen haben, und freut sich dann natürlich auf die Staffelübergabe zur Handball-WM 25 in Kroatien, Dänemark und Norwegen. Please show your appreciation for the team of Spain, España. Was ist denn mit dem All-Star-Team? Wird das nicht immer vor der Siegerehrung? Wir machen erst hier die Medaillen. Und was kam so im Chat? Grau ist das neue Bronze. Alter, das glaube ich nicht. Wer hat sich da was bei gedacht? Musst du sofort feuern morgen. Ignacio Pequina. Aber guck mal, genau wie ihr es gesagt habt, Bronze lacht und Silber schockgefrostet. Ja, ist ja immer so. Aber bei dem Outfit würde ich als Frankreich eher lachen. Wer hat rausgeragt bei Spanien? Pérez de Vargas? Mit Dujebaev auf jeden Fall. Ja. Der finde ich gerade auch in den wichtigen Momenten so ein klassischer Dujebaev, wenn man da ist. Also ich gucke die ganze Zeit überall, weder auf der IRF-Seite noch irgendwo sonst ist das All-Star-Team raus, dann schreib es doch rein. Ja, das sind glaube ich immer alles nur Tipps. Ja. Daniel Dujebaev. Kaoli Udriasola. Gab es für euch eigentlich eine Entdeckung bei dem Turnier? Pütlik, Kretscher hast ja gesagt, ist keine Entdeckung mehr. Costa, der 17-Jährige bei Portugal. Ja, den hatte ja auch schon jeder auf dem Schirm. Also finde das jetzt auf den ersten Blick keiner rausgeragt ist, den man nicht kannte. Ja, vielleicht, ich habe wirklich gedacht, dass, und Yahia hat wirklich gefehlt bei Ägypten, der Linkshänder hat es wirklich gut gemacht im rechten Rückraum. Also den hatte ich vorher nicht auf dem Schirm, der mir aufgefallen ist. Ja, Mohamed. Ja. Ja. So war er. Ja. Hat heute auch wieder 12 von 15 oder so. Und soweit also die Spanier. Diesmal wieder die beiden Dujebaevs mit dabei. Auch die haben jedes der Spanien-Spiele geprägt. This is your chance to take a picture of the bronze medalists. Thank you so much, guys. An outstanding team. Great players. So, dann kommen wir zu den Franzosen. Sechsmal waren sie Weltmeister, jetzt Vize-Weltmeister. Einstellung, Titelhunger, Geilheit, haben wir gesagt. Gezeigt haben sie es im Finale. Am Ende, als sie schon mal fünf weg waren in der ersten Hälfte, dass sie rankommen, das hat Kraft gekostet und dann am Ende eben auch ein bisschen Puste. Wahrscheinlich, ja. Man muss sagen, dass sie immer wieder hohen Aufwand betreiben mussten, um im Spiel zu bleiben, hatten nie das Momentum. War so auf ihrer Seite, dass sie unentschieden gestellt haben oder mit einem Tor in Führung gehen, dann kann so ein Spiel auch ganz schnell anders laufen. Aber ja, man hatte schon das Gefühl, dass sie unglaublich großen Aufwand betreiben mussten, um überhaupt in Schlagdistanz zu bleiben. Also ich hatte nicht das Gefühl, vielleicht mal Anfang oder Mitte der ersten Halbzeit, wo sie sich in der Abwehr wirklich gut gefangen haben, aber ich hatte nie das Gefühl, dass das Spiel jetzt kippen könnte. Ja, und dann bei den Franzosen, was war die erste These, die wir aufgestellt haben? Sie haben eine Chance, wenn sie eine Torhüterleistung kriegen. Und dann sind 7 Paraden insgesamt, Desbonnet 3, Girard 4. Reicht dann im Finale nicht. Reicht nicht, ja. Das muss man definitiv so sagen. Möller hat dann wirklich dem Spiel auch seinen Stempel aufgedrückt und bei den Franzosen ist es dann ausgeblieben. Haben, glaube ich, auch noch 3-mal insgesamt hin und her gewechselt und kam am Ende ein paar Paraden zu wenig zustande. So, und dann Timo, 12.3. jetzt ja für die Nationalmannschaft der Deutschen weiter dann gegen den Dreifachweltmeister Dänemark. In Hamburg gibt übrigens noch Tickets. Wer will, dann würde ich sagen, jetzt schnell sichern.
Ist mal eine Standortbestimmung, ne? Ist eine Standortbestimmung, definitiv. Vielleicht können wir ja überraschen. Naja, mach mal. Wenn die Dänen bis dahin noch weiter feiern. Es gibt übrigens einen Trainer, der 4 Weltmeistertitel gewonnen hat. Und zwar ist das Nicolae Nedev für Rumänien 1961, 64, 70 und 74. 4-mal Weltmeister mit Rumänien. Unser Titeltrüffelsucher. Und 3 Onestar und Jakobsen. 2 Wattmark, Schweden, Maximov, Johansson und Konstantini. Aber Wattmark war ja Ende der 50er, oder? Also 54, 58. Frankreich also die Silbermedaille. Finals MVP ist Rasmus Lauge geworden, ne? Oder ist mir das irgendwie untergegangen? Da war kein Plakat mehr da. Wollen wir dann schnell unsere MVP aufbauen? Links außen Kretsche. Links außen, lass mich überlegen. Fernandes von Spanien fand ich stark. Lukas Mertens. Ja, gefühlt 100% Quote. Emil Jakobsen. Boah, da bin ich überfragt. Außen haben wir keine Rolle gespielt in dem Turnier. So Pütlik halb links, sind wir uns einig? Ja, gehe ich mit. In der Mitte? Juri. Aber lass erst mal hier kommen, den Weltmeister. Dreimal Weltmeister in Folge. Und trotzdem freuen sich gar nicht mehr so richtig, wa? Ach komm, doch. Flippen da überhaupt nicht aus. So, jetzt gibt es die Medaille noch. Also Mitte haben wir, Rückraum rechts, Duschebaev oder Mem? Gitzel. Gitzel. Rechts außen. Ist der, wenn Gitzel MVP wird vom Turnier, ist er dann trotzdem im All-Star-Team? Oft nicht. Ja, dann würde ich Remili nehmen. Nicht mehr. Okay. Kreis? Emil Jakobsen. Saugstrupp. Gut, und rechts außen? Oder Goller. rechts außen. Den Glavas. Ja. Stimmt, der war gut. Ja. Und im Tor? Wolf. Kannst du nehmen, auf jeden Fall. Haben wir 1, 2, 3, 4 Deutsche. Okay. Unsere Brille. Du hast Mertens auf links außen. Ja. Unsere Meinung. 4 Deutsche ist ein bisschen viel im All-Star-Team, glaube ich. Da kannst du auch Hampus Wanne nehmen. Ich glaube, der hat auch nicht so schlecht gespielt. Ja, Eliasson fand ich auch stark. Wobei, ja, bleibt natürlich immer haften, wenn du ein Spiel hast. Das Wichtigste. Ja. Gegen Ungarn. Ja. Und was haben wir schon für Fragen gestellt bei den Dänen nach dem Unentschieden gegen Kroatien? Da haben sie Glück gehabt und sind jetzt 28 Spiele bei Weltmeisterschaften in Folge ungeschlagen. 28. Letzte Niederlage gegen Ungarn. Achtelfinale 2017. Achtelfinale 2017 gegen Ungarn. Has there ever been a better team? We do not know. But these men on the podium, they are the world champions. So, jetzt die großen Bilder, Leute. Dreimal in Folge Weltmeister. Dänemark feiert, was das Zeug hält.
as all players have received their gold medals, there is only one more thing missing. And that, of course, is the World Championship Trophy. We'd like to welcome Henryk Szafranski, the president of the Polish Handball Federation, to assist Dr. Hassan Mustafa with delivering the trophy. The 28th IHF World Championship has a winner. Ganz schön schwer. Ja. Polnischer Handballpräsident kommt noch mit dazu zum Helfen. Let's follow the trophy on the way to the captain. Nochmal durchs Foto laufen, Hassan. Nochmal zurück. Und los geht's. Weltmeister zum dritten Mal in Folge ist Dänemark. Geschichte haben sie geschrieben. Erste Captain, dann der Mikkel und dann der, der das Finale geprägt hat. Rasmus Lauge. Aber da sagt auch Gitzel schon an, wer hier jetzt den Pokal als nächstes hochhalten soll. Ja, der Rückraum war schon wahnsinnig, ja? Aber was die gerockt haben. Haben alle performt. Geschwindigkeit drauf. Unbelievable scenes here in Tele2 Arena in Stockholm. Und Fakt ist, 12 Bundesligaspieler werden wir ab heute wieder Weltmeister. Kennen wir ja mittlerweile schon. Trikot, Lasse Möller. Ja, Lasse Möller verletzt, raus. Lauge hatte Wade. Möller Ermüdungsbruch in der Waage. Hoxha raus. Und dann hören wir nochmal das dänische Volkslied, die Hymne. Sie singen zwar, wir sind ein niedliches Land, aber Fakt ist, sie sind die Titelhamster. Und wir haben mit Pütlik, mit Michael Damgaard und mit Niklas Kürkelöke auch vier neue Weltmeister dabei. Die anderen kennen das alle schon. Hoxha natürlich noch mit dazu, der jetzt nicht mit war, und Möller, aber die wir hier im Bild sehen. Oh, eine tolle Geschichte für Mika Damgaard. Er war Olympiasieger danach bei den Turnieren, als sie die Titel geholt haben, nicht nominiert. Da ist er. Der Erfolgstrainer. Zweiter Trainer auf der Welt, der dreimal Weltmeister war. Und dann gucken wir schon wieder in Richtung Handball-WM 25. Kroatien, Dänemark und Norwegen. Die drei Mannschaften sind sowieso qualifiziert und damit kommt Frankreich noch mit dazu. Als Vize-Weltmeister, weil
Dänemark als Ausrichter ja schon mit dabei ist. 28 Folgen. Zwei davon werden dann bei der EM24 ermittelt. Und die übernächste WM? Die Franzosen sind schon weg. Die Spanier stehen noch da, die Franzosen sind schon weg. Was ist denn jetzt hier mit dem MVP? Der müsste doch noch kommen. Haben sie vergessen, ich weiß nicht. Wahrscheinlich ist die Hälfte schon abgereist. So, hier wird erstmal jetzt die Fahne übergeben. Das ist die Übergabe an die drei Länder Kroatien, Dänemark und Norwegen. Auch diese Handball-WM bei Sport Deutschland. Irgendwie ein bisschen Abgesang, oder? Ja, da passiert jetzt nichts mehr. Ich dachte, also normalerweise im Rundown stand, dass sie dann schon noch den MVP krönen. Also von diesem Spiel? Nicht von diesem Spiel, das scheint ja vom wohl schon Turnier passiert zu sein. Rasmus Laube. Von dem Spiel? Ja. Ich meine ja jetzt... Frankreich ist schon mal weg. Da ging noch ein später Flieger, oder was? Oh, da geht einiges bei den Dänen heute. Also ich sag dir, da passiert jetzt nichts mehr. Jetzt geht's doch erst los. Ja, aber also ich hoffe für die Dänen, dass es jetzt erst losgeht. Guck mal, wir können es ja im Hintergrund... Doch, ein paar Franzosen stehen schon noch da. Wir können es ja im Hintergrund noch mal ein bisschen lassen. Was machst du denn jetzt? Hintergrund, Hintergrund. Hintergrund auf Hintergrund auf Hintergrund. Wir haben doch noch hier Männer. Lasst uns eins nur noch mitbereden. Vorher entlasse ich euch nicht. Vertragsverlängerung Alfred Gislason war jetzt Thema am Wochenende. Ja. Sollten Sie, will er? Er ist ja entspannt, sagte er. Also das habe ich auch gehört. Hat er jetzt noch Vertrag bis nach der EM. Und seiner Meinung nach muss das jetzt nicht sofort entschieden werden, sondern kann auch erstmal die EM gespielt werden. Ich wüsste jetzt nicht, warum das jetzt so dringend ist. Ich finde, er hat einen guten Job gemacht bei dem Turnier. Passt zu dieser jungen Mannschaft. Trotzdem sehe ich jetzt auch die Dringlichkeit nicht, warum unser Verband da jetzt sofort verlängern möchte. Thibaut? Ja, ich glaube, dass Alfred erfahren genug ist, um zu wissen, wann er auch reden möchte oder verlängern will. Ich glaube, der Verband hat signalisiert, dass er offen ist und gerne verlängern würde, wenn ich das richtig gelesen habe. Und ich bin gespannt. Also ich glaube, wir haben was in die Gänge geschoben, auch mit Alfred, sage ich immer so, als Schirmherr, der ja auch, finde ich, extrem viel von der Mannschaft so eine Last nehmen kann, weil er nämlich, ja, sage ich mal, so ein Gesicht hat, so einen großen Charakter hat. Tut uns gut und ich bin gespannt, was die Zukunft bringt. Da lernst du ja deinen neuen Bundestrainer kennen, ne? Wo? Wenn du jetzt zur Nationalmannschaft kommst? Ach so, ja. Der verwandelte Alfred. Der verwandelte Alfred. Ich lasse mich überraschen, wenn er mich wieder einlädt. Männer, hat Spaß gemacht. Danke euch. Nächste Woche DFB-Pokal. So hier bei Sport aus. Deutschland TV. Geht schon wieder weiter. Drei Spiele dann mit dabei. Ihr könnt für 5 Euro euch ein Einzelspiel aussuchen oder aber für 10 Euro den Viertelfinalpass. Also langes Durchschnaufen ist nicht. Sonntag haben wir dann THW Kiel in Hamburg gegen den SC Magdeburg als 4. Pokalpartie. Und dann geht es in 10 Tagen mit der Bundesliga schon wieder los und dann immer weiter. Und dann schnaufen wir durch Mitte Juni, wenn die Meisterschaft feststeht. THW Kiel hat noch nie so viel Heimtickets verkauft wie beim nächsten Spiel in Hamburg. Ja, die waren jetzt am Wochenende schon elektrisch. Und auch euch im Chat, also... Es war großartig, wieder mit euch zusammen zu diskutieren, eure Meinung zu hören, auch mal Kritik zu kriegen, worauf wir dann reagieren können, dass wir hier heute mehr wieder mal wieder zurück in die Halle sollen. Wir lassen uns leiten von euch. Also wir finden es super, hat zum zweiten Mal in Folge jetzt mit Kretsche zusammen Spaß gemacht. Timo auch großartig. Ich fand sowieso, wir hatten fantastische Experten. Jamal Naji mit einer Premiere heute zum ersten Mal zu zweit. Also neue Impulse sind gesetzt. Und ihr jetzt noch bei Harzblut. Also wer will, wer den Nachschlag noch will. Wir gehen jetzt noch live, Insta-Live. Viel Spaß dabei und wir sehen uns in den Handballhallen. Bis dahin. Vielen Dank. Tschüss. Macht's gut. Ciao.